whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there, hey. You gave me roses, set me apart. All I feel was bliss, but you were never there, you were never there. I want us to be what we used to be this night. Baby, just another fight. But you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. Think it better and I swear follow you no matter where. Think it better and I swear follow you no matter where. Down in empty streets looking for joy. I don't wanna admit I'm better on my own, better on my own. You say we're not meant for each other. I'm not sure of this. I won't give up on this, I won't give up. Cause I don't wanna be, I don't wanna be. Hey, like the one to flee, like the one to leave. I never surrender, but ever remember my lover. Did you give up on me? Have you never learned a lesson? Sorry, I'm a lover, baby. Even if I'm just the one you wanna see. Think I'd better go someplace I don't know. Cause I got your picture on my mind. I want us to be what we used to be this night. Maybe just another fight. But you don't wanna see me cry. There's no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. There's nobody else.
This kid is a new number one driver. So, moin moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr am Start seid. Heute Montag wieder Racing League eSports angesagt. Und ja, wir sind schon beim 7. Lauf von 19 und heute sind wir in Amerika in Indianapolis. Im Hintergrund seht ihr es, wir sind schon im Qualifying. Gehen wir gleich mal auf die Strecke. Ja, schön, dass ihr da seid. Patrick, viel Erfolg. Manchen Racer, Ralf, Andy, Fly to Hell with Me und der Buddy, der auch heute mitfährt wieder. Wünsche euch natürlich viel Erfolg oder viel Spaß beim Zuschauen, je nachdem. Heute... ja, gucken wir mal, was wir so sehen werden. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die Strecke. Und dann gucken wir mal, wer so dabei ist. Denn heute ist das Feld doch etwas dezimiert. So gefühlt die Hälfte der Fahrer abgesagt. Indianapolis vielleicht jetzt nicht eine der beliebtesten Strecken, muss man sagen. Kann ich sogar verstehen. Ja, ein bisschen schade eigentlich, weil heute fahren wir tatsächlich 90 Minuten und nicht nur 60. Also nochmal 50% mehr Renndistanz als sonst. Ja, dafür aber 50% weniger Fahrer sozusagen. Sonst haben wir ja deutlich über 20, 25, 30 sowas. Naja, gucken wir mal. Heißt ja nicht, dass es langweilig wird. Ja, wir sehen hier, Qualifying begonnen. 2 Minuten haben wir rum. Das heißt, die ersten Zeiten werden hier demnächst so eintrudeln. Ich glaube, bei Matthias Lang sind wir schon gar nicht verkehrt drauf. Müsste hier einer der Ersten sein, der eine Zeit setzt. Gucken wir mal. Gerade im Training hatte ich gesehen, 36er war auch schon dabei. Also gucken wir mal, wie oder wohin die Reise geht hier. Wetter sieht ja ganz gut aus, wobei die Strecke gerade noch schnell steht. Mal sehen, ob es in der nächsten Viertelstunde noch auf optimal geht. Denke mal, zum Rennen oder spätestens während des Rennens wird das Ganze auf optimal gehen. Strecke 30 Grad, also ja, relativ Standardtemperatur, möchte ich mal sagen. Aber jetzt geht's hier demnächst auf die schnellen Runden. 1, 2, 3, 4 Autos haben wir schon. Einer ist noch in der Box. Ja, die Boxenausfahrt sehen wir hier. Ja, so ein bisschen knifflig zum Teil. Geht da ja relativ quer zur Rennlinie quasi raus. Mehr oder weniger, je nachdem, wie man rausfährt. Aber da gibt es eine schöne Linie, die auch beachtet werden muss. Hoffen wir mal, dass da alles gut geht. Heute während des Renns. Ja, Menex, du bist heute nicht dabei, ne? Nee. Ja, schade. Ja, Gesamtwertung gucken wir uns nachher mal an. Durch dass der eine oder andere nicht immer mitfährt, gibt es da schon die eine oder andere Lücke. Aber wie gesagt, gucken wir uns nachher an. Da haben wir auf jeden Fall 2 Fahrer, die da noch sehr dicht vorne zusammen sind. Wer ist denn der eine? Wo ist er? Das ist auf jeden Fall der hier. Das ist nämlich der Führende der Gesamtwertung. Der Chris Finn für die Affenbande hier im Honda unterwegs. Ich hoffe auf einer gültigen. Ja, gültig. Mal sehen, wo er sich platzieren wird. Ist aber gerade im ersten Abschnitt. Ich würde sagen, wir gehen mal auf die... wo ist sie? 91. Genau, da fahren wir vielleicht mal mit eine Runde. Denn hier können wir uns die Strecke einmal anschauen. Also relativ harte Anbremszone, eine enge Rechtskurve hier, die er ja, halbwegs auch bekommt hier. Dann kann man hier eigentlich schön Vollgas raus beschleunigen. Sehr schnelle Rechtskurve. Dann frühzeitig bremsen. Die nächste Kurve ist nämlich etwas enger rechts rum. Hier schön den Curb mitnehmen. Hier außen kann man auch relativ viel Curb mitnehmen. So, dann hier alles Vollgas durch. Da nicht so weit rechts rüber, denn da wird es etwas holprig. Da kommt eine etwas, ja, schwierige Kurve. 180 Grad links, da rutscht man gerne mal raus. Kann man auch mal gerne mit 2 Apex fahren, um hier von links die nächste Kurve, die Rechtskurve, schön anzufahren. Hier schön den Schwung mit rausnehmen auf die, ja, sehr, sehr breite Gegengerade hier. Müsste somit die breiteste Stelle auf der Strecke sein. Wer da gut rauskommt, kann hier sich mal daneben setzen. Und ja, dann hier vielleicht nächste Linkskurve angreifen. Hier muss man ein bisschen aufpassen mit dem Curb. Da ist es ein bisschen höher. Aber die nächsten Rechts-Links-Rechts-Kombination sehen wir, die Curbs doch relativ flach. Kann man sehr viel mitnehmen. Vor allem hier rechts ist noch sogar Asphalt, da kann man fast cutten. Das war zu viel allerdings vom Brandl. Damit die Zeit leider ungültig. Aber nichtsdestotrotz geht es hier weiter. Vollgas rechts, hier geht es so ein ja, bisschen aus Oval gefühlt. Einmal ganz kurz, dann wird hier angebremst. Auch eine sehr, sehr schwierige Kurve. Wir sehen hier schon, das Styropor wurde hier schon umgefahren. Das wird, glaube ich, im Rennen auch nicht lange stehen bleiben. Und dann hier die vorletzte Kurve eng links rum und dann voll aufs Gas. Und dann geht es bis zur ersten Kurve wieder Vollgas durch. Und hier werden wir dann wahrscheinlich auch den einen oder anderen Angriff sehen auf der Startzielgeraden. So sieht also eine Runde hier auf Indianapolis aus. Ja, eine Strecke, die viele Varianten hatte, umgebaut wurde. Kann man links und rechts rumfahren oder auch nur das Oval. Aber so fährt die SAO
die Strecke, so wie wir sie heute sehen. Ja, dementsprechend hat Christian Brandl noch keine Zeit gesetzt. Wir gucken mal, wer hier schon Zeit gesetzt hat. Also war das noch auf dem Sitz? Okay. Naja, genau, kannst hier mit den Teamkollegen gucken. Also Marc Wittmann haben wir hier auf der 1, der, ich glaube, in der Gesamtwertung auch gar nicht so schlecht da steht. Zweiter. Der hat nämlich das vorletzte Rennen gewonnen in Barcelona. Ja, ich glaube, Chris Finn, wie gesagt, der Honda, den wir gesehen haben, einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige, wenn ich das so richtig sehe, der tatsächlich jedes Rennen gefahren ist und gepunktet hat. Also Marc Wittmann hier, den wir sehen, der ist im zweiten Rennen Kyalami, glaube ich, nicht mitgefahren, wenn ich das hier so sehe. Also der ist nicht unverdient da ganz vorne unterwegs. Ja, aber Marc Wittmann könnte ihm auf jeden Fall gefährlich werden. Er hat hier gerade einen doch sehr, sehr deutlichen Abstand, muss man sagen. 0,8 Sekunden nämlich. So, Matthias Lang haben wir dann hier auf der Position 2. Der hat das letzte Rennen gewonnen in Italien auf Monza, wo tatsächlich relativ wenig Unfälle passiert sind. Ja, Kurve 3 war ein bisschen unglücklich, aber ansonsten lief es da sehr, sehr gut, muss man sagen. Hoffe ich auch hier, weil die erste Kurve, wie gesagt, auch sehr eng ist. Aber wir sind nicht ganz so viele Autos. Sollte dann weniger Gefahr sein auf jeden Fall. Ja, er ist auch der Einzige, der tatsächlich schon 2 Siege hat. Sonst hatten wir bis zum quasi vorletzten Rennen einschließlich jedes Mal einen anderen Sieger, ersten 5 Rennen. Letztes Mal war es dann das erste Mal, dass wir einen hatten, der sich nochmal 30 Punkte im Rennen geholt hat. Mal sehen, was heute geht. Momentan 0,8 Sekunden hinter Marc Wittmann. Julian Kunkel haben wir davor nämlich noch auf der zweiten Position. Auch noch 0,3 Sekunden im Delta. Kann hier vielleicht den Abstand ja fast verkürzen oder fast halbieren. Mal sehen, was dann im Rennen so geht nachher. Wer sich da absetzen kann, wer da wen angreifen kann. Gehen wir mal weiter. Nick Wasmer haben wir hier im McLaren auf der 4. Der hat auch exakt 0,8 Sekunden. Könnte aber vielleicht auch deutlich reduzieren. Jetzt hat er allerdings ein bisschen Verkehr hier mit dem Honda. Ein bisschen ärgerlich, denn da hat er bestimmt ein bisschen jetzt was liegen lassen. Aber der könnte auch nochmal deutlich schneller fahren. Da haben wir noch einen weiteren McLaren. Das ist nämlich der Thorsten Hofmann hier auf der aktuell 5. Position. Der ist für Green Hornets Racing unterwegs. Dann haben wir Patrick Schröter, er ist Sim Racing mit der 292, der sich gerade um eine Position verbessert hat. Der hat nämlich den besagten McLaren hier gerade im Nacken. Na, mal gucken, ob die sich einig werden. Ich glaube, Schröter will eh nochmal auf eine schnelle Runde gehen. Ja, McLaren muss jetzt die Runde bereits schon abbrechen vor Kurve 1, also muss ein bisschen einen Abstand lassen. Sollte nicht das Problem sein, sind ja nicht ganz so viele Autos hier auf der Strecke. Also Platz sollte auf jeden Fall genügend da sein. Ja, Sven Siegenthaler haben wir dann hier im Ferrari mit der 776 auf der 7. Position unterwegs. Der ist auf der 15 in der Gesamtwertung. Ja, letztes Rennen war tatsächlich sein bestes Ergebnis. Da hat er sich 16 Punkte holen können. Mal sehen, vielleicht geht er heute noch mehr. Da sind ja nicht so viele Autos dabei. Das heißt, punktetechnisch sollte man eigentlich gute Chancen haben heute mal. So, Chris Van hatten wir, glaube ich, schon. Dann haben wir Chris Konrad hier im BMW unterwegs mit der 92. Sehen wir hier gerade diese 180-Grad-Linkskurve. Wie gesagt, kann man mit 2 Apex fahren. Das bedeutet, wenn einer dahinter ist, der könnte da auf falsche Gedanken kommen und da mal sich daneben setzen, obwohl man quasi zum zweiten Apex nochmal hinzieht. Gucken wir mal jetzt gerade hier auf der 9. Dann haben wir noch Ralf Schäfer, noch ein weiterer McLaren mit der 57. Go Fast Racing haben wir hier im Bild. Schön blaues Fahrzeug auf der 10, 0,3 Sekunden gerade bei der Durchfahrt durch die letzte Kurve. Bleiben wir mal kurz drauf, mal schauen, ob er tatsächlich sich da vorne arbeiten kann. Könnte nämlich so Platz 6 werden. So die Richtung vielleicht sogar Platz 5, na eher nicht, bisschen weiter zurück, eher Platz 7. Aber da in der Gegend ist es doch sehr, sehr eng, muss man sagen. Also 5, 6, 7, 8, 9 sind da gar nicht mal so weit auseinander. 1-2 Zehntel gerade mal. Vorne sieht es da gerade etwas anders aus. So, wen haben wir noch nicht gesehen? Christian Badi hat man noch nicht gesehen. Hier den Audi, der jetzt gerade hier aus der Box kommt. Kann uns mal die Boxenausfahrt zeigen. Sehr, sehr lange Boxen. Gasse allgemein, aber schön breit auch. Hier sehen wir es einmal rechts rum und dann geht es hier in die zweite Kurve direkt rein. Kann man eigentlich ein bisschen mehr Geschwindigkeit mitnehmen, gefühlt, als wenn man normal die Rennlinie fährt. Weil man da ja relativ gerade rauskommt, sage ich mal. Ja, 1,8 Sekunden nach ganz vorne. Aber 1,2 sozusagen zu der ersten, zweiten Startreihe, sowas. Ja, mal sehen, ob er heute wieder ordentlich Punkte holen kann. Achim Pfeiffer haben wir hier noch mit der 70 für Straubing Sim Racer.
auf der 14. Position 2,3 Sekunden. Gerade auf einer gültigen Runde 0,1 Sekunden sehen wir hier im Delta. Da liegt also auch noch so ein bisschen was, aber der Abstand zur nächsten Position ist schon fast eine halbe Sekunde. Na, da muss noch mal ein bisschen was kommen. Aber wer weiß, vielleicht hat er auch eine Kurve total verkackt. Nächste zum Beispiel wäre da sehr prädestiniert für. Da versucht man sich gerne mal. Gucken wir mal ins Delta, 0,3. Also da hat er auch noch mal ein bisschen was rausholen können. Jetzt hier anbremsen, rechts rum. Und dann sehen wir da schon anderen BMW-Kollegen. Aber hier in der Kurve konnte er jetzt nicht deutlich mehr rausholen. Eine Zehntel vielleicht. Oh, jetzt bricht er leider ab. Na, schade. Aber er wird sicherlich noch mal rausfahren. Dann gehen wir mal zu Thorsten Käser. Der ist nämlich hier unterwegs mit der 115 ATP Racing. 2,3 sind es da auch. Auch er hat hier 0,2 im Delta, gerade auf der Gegengeraden. Ja, sehr, sehr breit, aber irgendwie hat man das Gefühl, manchmal kriegt die Karre trotzdem nicht so ganz rum. Haben wir gesehen, auch der BMW hier mit den linken Reifen ein bisschen im Dreck gewesen. So, dann noch Plauzer haben wir hier noch, auch ein BMW. Der hat 0,6 im Delta, aber der hat auch noch gehörig großen Abstand, verhältnismäßig. Also gucken wir mal, wo er dann noch richtig was rausholen kann. Die 91 hat er hier gerade noch im Nacken. Das ist Christian Brandl auf der 12. Position. Der ist aber nicht auf einer Verbesserung unterwegs, zumindest zwar auf einer gültigen. Aber der wird jetzt hier den 99er BMW, denke ich mal, nicht beeinträchtigen. Also gucken wir mal, Plautz jetzt schon eine Sekunde im Delta. Damit ja, rückt er zumindest ein bisschen näher wieder ans Feld ran. Aber das wird auch nicht deutlich nach vorne gehen. Also positionstechnisch sogar gar nicht. Denn da fehlen ja gute 1,5 gerade. Davon hat er jetzt die Hälfte nochmal gefunden. Also da müssen wir nochmal gucken. So, Bernd Petersen haben wir hier in der Box. Der einzige Porsche heute, Green Hornet. Bis jetzt nicht rausgefahren. Ich weiß nicht, ob er nicht darf, nicht will, nicht kann. Auf jeden Fall haben wir da... Doch, war schon draußen, aber hat noch keine... Ach doch, hat schon eine gültige Zeit, sehe ich. Ah, 4 Sekunden. Und Kohlschütter hier auch 4,8 Sekunden. Machen gerade keine Anstalten rauszufahren. Mal gucken, ob die sich nochmal verbessern. Ansonsten haben wir die beiden ganz hinten. So, ich hoffe, ihr habt keinen jetzt vergessen. Haben wir einen dicken Basma schon? Ja, ich glaube ja. Oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Egal, auf 63 haben wir auf jeden Fall im Bild, der aber auch auf keiner Verbesserung unterwegs ist. Aber Kunkel gerade nochmal, glaube ich, eine Zehntel geholt. Damit ist es in Anführungsstrichen nur noch eine halbe Sekunde nach vorne. Aber Wittmann, der hat hier gerade alles im Griff. Konkurrenz hier stand jetzt 7,5 Minuten vor Qualifying-Ende nicht sonderlich groß, muss man tatsächlich sagen. Auch Kunkel auf der 2 hat da 2-3 Zehntel Vorsprung. Dahinter wird es ein bisschen enger, wie gesagt, dann so in den Top 10, in den restlichen, da ist es schön eng, bis Platz 13 sozusagen. Ab Platz 14 aber wieder etwas größere Abstände hier. Moin Charlie. So, gehen wir mal rauf auf Hofmann. Gucken mal, ob er sich jetzt hier verbessern kann. Ersten Sektor auf jeden Fall hat er schon mal wieder 1-2 Zehntelchen gefunden. Ja, und wir sehen es ja, hatten es ja vorhin gesehen. Da hätte er auf jeden Fall Potenzial für die ersten 5 Positionen oder ab Position 5, sage ich mal. Danach fehlt ja nochmal ein bisschen was. Schauen wir mal, hier unten sehen wir den Honda von Chris Finn. Wo ist der jetzt im Moment? Auf der 6. Position direkt davor, aber kommt gerade aus der Box. Da müssen wir uns also noch ein bisschen gedulden. Ja, Strecke inzwischen auf optimal tatsächlich. Ging dann jetzt doch schon im Qualifying. Denke ich mal, dass wir hier jetzt noch ein paar Verbesserungen sehen werden. Denn die ersten Runden waren ja auf der schnellen Strecke, wenn ich das doch richtig so gesehen hatte. Ja, haben wir, glaube ich, hoffe ich, alle Fahrer gesehen soweit, wenn ich es richtig überblicke. Sind ja nicht ganz so viele heute. Sonst haben wir ja nochmal gute 10 Autos mehr. Aber dafür, ja, verpassen wir auf jeden Fall umso weniger, wenn einiges passieren sollte. Ich hoffe natürlich nur Gutes. So, Wittmann vorne nochmal auf einer absoluten Bestzeit unterwegs. Wo ist er denn gerade? Ja, im zweiten Sektor 0,3 Sekunden, also die mittlere 35er könnte hier fallen. Wie gesagt, im Training hatte ich, glaube ich, gerade eine 36 gesehen. Aber kann auch sein, dass es da auch noch auf schnell war, die Strecke. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Aber hohe bis mittlere 35er sollten hier ganz vorne drin sein. Jetzt ist die Frage, ob da irgendeiner nochmal nachziehen kann. Nick Wasma auf der 3 ist auch nochmal deutlich schneller unterwegs. Aber hätte dann immer noch seine 3-4 Zehntel Rückstand. Könnte also ein einsames Rennen für Marc Wittmann werden. Jetzt gucken wir erstmal, was die Zeit sagt. Wird auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung. 35-5-1-0. Ja, und dahinter sehen wir die nächsten Verbesserungen. Mal gucken, wer kommt denn als nächstes übers Ziel. Schäfer ist gerade auf einer Outlap, lang gerade leider mit einer ungültigen. Brandl nicht mit einer Verbesserung. Wasmann müsste der nächste sein, der hier gleich über die Linie kommt. Dauert aber noch 3-4 Kurven.
ja, nachher oder gleich werden hier Styroporteile wieder aufgestellt und dann schauen wir mal, wie viele Runden die da halten werden. Spätestens, wenn da mal einer angreift und durch die Mitte schießt oder einer abgeschossen wird, wenn es schlecht läuft, dann werden die Teile auf jeden Fall nicht mehr dastehen. So, er wird sich nochmal verbessern, erstmal auf die 2, wird aber vermutlich nicht so lange halten. Weil der Kunkel, der nämlich ja auch gleich über die Linie kommt, nochmal 0,4, 0,5 Sekunden hat. Also der hält hier den Abstand zur Position 1 mehr oder weniger gleich. Ja, jetzt ein bisschen wieder was verloren hier in der letzten Sektion. Aber das wird es immer noch grob eine halbe Sekunde sein, wird sich aber Position 2 wiederholen. So, müsste es offiziell sein. Da sehen wir es auch knapp unter einer halben Sekunde. Ja, könnte tatsächlich ein langweiliges Rennen da ganz vorne werden. So, jetzt haben wir gerade keine auf einer absoluten Verbesserung unterwegs. So ein paar plus minus null sehen wir. Tut sich jetzt aber nicht sehr, sehr viel. Brandl hier gerade wieder auf der Gegengeraden unterwegs. Gucken wir mal, hat jetzt eine 37,7 als schnellste Runde. Letzte Runde war ja 4 Zehntel langsamer. Na, Chris Finn. Der ist natürlich daran interessiert, möglichst weit vorne zu landen, um seinen Vorsprung auszubauen. So viele direkte Verfolger hat er, stand jetzt nicht in der Gesamtwertung. Aber wir haben ja noch einige Rennen, wie gesagt, heute das 7. 19 Rennen gibt es insgesamt. Sind also ja noch nicht so ganz bei meinem Drittel. Das heißt, da gibt es noch viele, viele Punkte zu verteilen. Also da ist noch nichts entschieden. Schauen wir uns gleich doch mal an in der Startausstellung. Dann können wir uns mal in Ruhe angucken, wer wo startet und wer da gute Möglichkeiten hat, ein bisschen weiter nach vorne zu kommen vielleicht. Oh nein, jetzt verliert er das Auto hier. Zumindest kein Einschlag, also einmal umdrehen und dann geht's auf die nächste Runde. Marc Wittmann derweil wieder auf einer absolut schnellsten Runde unterwegs mit einer Zehntel im Delta. Wir gehen aber mal zu Ralf Schäfer, der McLaren mit der 57. Der hat bereits hier im ersten Sektor, nee, nicht Schäfer, das hat er gerade ungültig, glaube ich, gemacht, aber Siegenthaler hat 0,3 Sekunden im Delta. Mangocci. Mal sehen, wo könnte es da hingehen? Tatsächlich auf die 5. Also ich sag ja, da zweite Hälfte der Top 10 plus ja ein bisschen dahinter. Obwohl, ne, Platz 10 auch schon wieder 2-3 Zehntel. Aber das ist sehr, sehr eng in den Top 10. In der zweiten Hälfte. Also da machen 2-3 Zehntel tatsächlich einiges aus, um da vielleicht mal die ein oder andere Startreihe nochmal hinter sich zu lassen gleich. Schadet ja nicht. Na, jetzt aber nicht ganz alles mitgebracht hier. 0,1 Sekunde ungefähr müsste es sein. Dürften aber 2 Positionen weiter nach vorne gehen. Oh, 3 sogar. Hat sogar für mit einer Hundertstel gereicht, um den Chris Finn noch hinter sich zu halten. Den wir ja eben beim Dreher gesehen haben, leider. Da wissen wir also, dass er auf jeden Fall noch schneller kann. Marc Wittmann hat jetzt nochmal eine Zeit nachgelegt und das gar nicht mal so schlecht nochmal 1, 2, 3 Zehntel geholt. 35, 2, 7, 0 sehen wir hier. Also niedrige 35er. Ja, damit unterstreicht er noch mehr, dass er hier offenbar deutlich der Schnellste sein sollte aktuell. Ja, gut trainiert, gutes Setup, viel Talent, keine Ahnung, aber der hat hier sehr, sehr gute Chancen, sich die 30 Punkte zu holen im Rennen nachher. Und der kriegt nicht genug, der ist immer noch unterwegs. So, Sven Siegenthaler haben wir hier noch auf der 6. Mal sehen, 2 Zehntel, wie gesagt, in der Region. Da macht das nochmal was aus. Im Moment wird es nur für Patrick Schröter reichen, den einzuholen auf der 5. Matthias Lang wird dann auch schon wieder etwas schwieriger. Ja, gucken wir mal, wie der Start verläuft. Wenn sich da vorne positionstechnisch nicht so viel tut, dann denke ich mal, wird es da vorne relativ schnell auseinandergehen. Zumindest Wittmann wird wegfahren, Kunkel war es mal. Schauen wir mal, ob die auch im Rennen relativ gleich schnell sind. Und ab Platz 4 haben wir ja nochmal eine etwas größere Lücke. Da sind es ja auch schon wieder über eine halbe Sekunde mehr sogar. Aber wir erwarten uns dahinter auf jeden Fall reichlich Action. Schauen wir mal, 90 Minuten, ja. Das heißt, die Stints werden auch ein bisschen länger sein, statt grob eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde nehme ich mal an, dass man das hier fahren wird. Weiß jetzt nicht, wie das mit der Regenwahrscheinlichkeit ist, aber lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht regnet es ja auch, wäre auch nicht so verkehrt, für uns zumindest. Als Fahrer ist das ja gern mal eine andere Angelegenheit. So, 45 Sekunden noch, die letzten Runden werden jetzt hier noch beendet. Wir gucken Matthias Lang zu, der hier 0,3 Sekunden hat. Also der könnte sich den Sven Siegenthaler nochmal schnappen. Der ist zwar auch nochmal mit einer leichten Verbesserung unterwegs. Das würde aber nicht reichen. Oh, kleiner Quersteher jetzt hier. Das hat Zeit gekostet, da sehen wir es. Da sind wir 2, 3 Zehntel, 4 Zehntel fast schon wieder weg. Ah, sehr, sehr schade. Und Zeit für die nächste Runde hat er leider nicht mehr. Also Matthias Lang, ah, ich weiß nicht, ob es das Podium dann reicht pace-technisch, aber zumindest mal noch einen Schritt weiter nach vorne.
Nimmt auch ein bisschen sehr viel Körb mit. Bisschen Staubentwicklung da. So, Nick Wasma. Ja, der könnte sich den Kunkel nochmal schnappen. Ja, schafft dann noch eine Runde. 4 Sekunden noch. Ich glaube, das reicht genau nicht mehr. 1-0. Ah, ich weiß nicht, ob er noch eine fahren darf. Wenn, dann ist es ganz, ganz knapp. Auf jeden Fall hat er sich erstmal Position 2 geholt. Und ich möchte mal behaupten, dass es dabei bleibt, weil Kunkel dahinter ist schon in der Box. Und ob er die 6/10 jetzt nochmal rausholt, weiß ich nicht. Könnte ja sein. Aber es scheint so, dass er nochmal weiterfahren darf. Also da behalten wir es mal im Auge. Lang kommt auf jeden Fall jetzt hier übers Ziel. Wird nicht mehr weiterfahren. Holt sich nochmal den Siegenthaler. Geht hier auf die 4. Position. Wen haben wir noch? Achim Pfeiffer, der jetzt hier nochmal auf einen BMW aufläuft. Ich denke aber nicht, dass der ihn da aufhalten wird. Vielleicht gibt ihm sogar noch ein bisschen Windschatten, wenn er nett ist. Denn jetzt geht es ja nur noch Vollgas. Ja, 0,4 Sekunden. Da dürfte er sich den Plöger und Buddy nochmal schnappen können. Na, nicht zu weit rauskommen da. Wenn man da übers Gras fährt, gibt es tatsächlich einen Cut. Ja, 2 Plätze sollte es ungefähr nach vorne gehen. Auf die 12 nämlich, genau. So, Chris Conrad müsste eigentlich durch sein. Das war nämlich der davor. Damit ist es nur noch der McLaren. Oh, 3/10 hat er doch nochmal gefunden. Also, gar nicht ganz so groß der Unterschied da vorne, wie gedacht. Hat er vielleicht nicht ganz die Runde zusammenbekommen. So, auf den warten wir, glaube ich, noch. Dann müssten alle soweit durch sein. Stabile Typen, moin moin. Ja, Dive Bomb sehen wir heute hoffentlich nicht. Auch wenn es hier die eine oder andere Kurve gibt, wo das mal passieren könnte. Ah, schade, jetzt hat er wieder alles verloren. Also wie gesagt, an der 2. Position ändert sich zwar nichts. Hätte sich auch nichts geändert. Oh, was sehen wir da? 5 Sekunden für die Nummer 70. Wer war das? Der Achim Pfeiffer war das. Der muss er jetzt nachher 5 Sekunden länger stehen. Würde ich mal fast so interpretieren. Schauen wir nachher mal im Rennen dann. Ja, damit sind wir in der Startausstellung. In der recht übersichtlichen 5 Minuten haben wir noch. Das heißt, ich stelle kurz alles ein und dann schauen wir nochmal auf die Gesamtwertung. Das brauchen wir. Dann brauchen wir einmal einen Boxenstopp. Und dann sind wir eigentlich auch schon so gut wie ready. So, da ist hier einmal, wie gesagt, 6 Rennen haben wir hinter uns. Chris Finn haben wir mit 129 Punkten auf der 1. Position, noch sehr, sehr dicht verfolgt von Wittmann hier. 5 Punkte nur dahinter. Und Wittmann startet heute von der 1 und wo ist Chris Finn? Auf der 7 nur in Anführungsstrichen. Also da könnte es den Führungswechsel geben, wenn es dabei bliebe. Aber 1,5 Stunden stehen noch bevor. So, die beiden Kmikowiak sind heute, glaube ich, nicht dabei. Kunkel haben wir hier auf der Gesamtwertung Position 4, startet von der 3. Ja, der könnte auf jeden Fall nochmal ordentlich verkürzen nach oben. Oschi Blume immer noch im Urlaub auf der 5. Dann der Herr Lang, der hier auf der 6 ist, startet von der 4 heute. Also auch er kann heute einiges gut machen. Davor sind ja so 1, 2 Piloten, die heute nicht dabei sind. Platz 7 ist nicht dabei, wie gesagt. Platz 8 haben wir Buddy. Der startet heute von der 14. Letzten Rennen auch relativ weit hinten gestartet. Ist aber meistens in die Punkte gefahren, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ja, aber der Abstand da zu Platz 7 in der Gesamtwertung ist dann doch schon etwas größer. Aber, naja, kann er auf jeden Fall verkürzen. Denn der Marc Mikowiak ist ja gar nicht dabei heute. Ja, wen haben wir noch? Auf der 9 Plöger. Der startet von der 13. Und Patrick Schröter auch in den Top 10 hier in der Gesamtwertung. Startet heute auf der 6. Da ist er. Genau, Maniacs heute ja nicht dabei. Was machen wir hier auf der 12? Der auf der 2 startet. Also der wird auch richtig nach vorne kommen, wenn er da bleiben würde. Ja, insgesamt 31 Fahrer hier mit Punkten. Knapp 40 oder so sind, glaube ich, angemeldet, aber nicht alle fahren überhaupt. Aber 31 Autos, die schon hier in den Punkten sind. So, und jetzt gucken wir mal auf die Startausstellung. Da man nicht mag, wird man, wie gesagt, hier auf der 1 ein Ferrari. Schon wieder 3 Ferraris hier direkt hintereinander auf der rechten Seite. Hatte ich gestern im Stream, glaube ich, auch. Linke Seite Honda. Dann haben wir McLaren. Hier Nick Wasma mit der 63 startet dann gleich auf der Außenseite. Dann haben wir wieder ein Ferrari der Julian Kunkel. Ein Grüner mit der 32. Zweite Startreihe hat es auch die 88 geschafft. Ja, da ist er, genau. Matthias Lang startet hier auf der 4, der beste BMW, relativ deutlich sogar. Die anderen BMWs erst ab Position 10.
Sven Siegenthaler haben wir dann wieder in einem Ferrari, hier mit der 776. Dann kommen zwei Hondas, die einzigen beiden heute. Patrick Schröter haben wir hier auf der 6. Auf der 7 haben wir Chris Finn, wie gesagt, der Führende in der Gesamtwertung. Der hat, denke ich mal, heute noch ein bisschen was vor. So, Thorsten Hofmann haben wir dann im McLaren mit der 74, startet hier von der 8. Auch zwei McLarens heute nur am Start. Ralf Schäfer ist nämlich der zweite, der blaue hier mit der 57. Dann kommen wir zum eben genannten Chris Conrad auf der 10. Der führt hier so ein kleines Dreierpäckchen am BMW M4s an. Er hat die 92, der Christian Brandl hat die 91. Dahinter haben wir die 70, das ist Arim Pfeiffer, der, wie wir gelesen haben, 5 Sekunden Penalty bekommt wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an. Patrick Plöger haben wir dann, ja, ich glaube, insgesamt der einzige Lexus im Starterfeld oder in der Liga. Glaube ich, noch keinen anderen gesehen. Auf jeden Fall auf der 13 unterwegs. Dann haben wir Christian Buddy im einzigen Audi heute. Mal sehen, wenn er sich schnappen kann hier mit der Audi Power am Start. Von der 14 geht er auf jeden Fall ins Rennen. Dann haben wir noch ein paar BMWs. Thorsten Käse haben wir für ATP Racing, die 115. Dann haben wir Plauze mit der 99, auch im BMW, startet von der linken Seite. So, Markenwertung hat der Porsche auch schon sicher, ist nämlich auch der einzige hier seiner Marke auf der 17, der Bernd Petersen. Moin Doktor. Und der Kai-Uwe Kohlschütter auf Position 18, der heute auch gute Chancen mal auf ein paar Punkte hat. Ich guck gerade mal, der hat nämlich noch gar keinen Punkt geholt, leider. Also von den 6 Rennen hat er, die letzten 5 ist er gefahren, aber nicht in die Punkte. Und heute, ja, sehr, sehr gute Chancen. Erstens 15 bekommen, glaube ich, Punkte, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also müsste er so 2-3 Autos hinter sich lassen. Dann könnten hier die ersten Punkte winken. Drücken wir ihm mal die Daumen. Ja, das sind sie also, alle 18. Ich hoffe, die kommen auch alle ins Ziel. Nicht, dass wir hier großen Autoschwund haben. Je nachdem, wie es hier am Start so funktioniert alles. Ja, apropos, es geht gleich hier in die Einführungsrunde. Also haben wir die Zeit sehr schön nutzen können. Und wir sehen sehr viel Ferraris vorne, BMWs eher weiter hinten. Ein paar Hondas, ein paar McLarens, Lexus, Audi haben wir dabei, Porsche. Also Markenmix an sich haben wir schon, aber wie gesagt, sind ja auch nicht so viele Autos hier. So, da geht's los. Hier haben wir eine wunderschöne Kamera auf die komplette Stadt Zielgerade. Was sagt das Wetter? Optimal, ein bisschen wärmer geworden. Ja gut, wir starten jetzt hier 12 Uhr mittags, also mitten am Tag. Ja, da kann ich nochmal einen Schluck trinken und dann geht's gleich los. Ja, hoffe ich natürlich auch, Maniacs. So, haben wir das auch erledigt. Ja, schauen wir mal, wer sich gleich durchsetzen wird. Also wie immer hier der Pull-Setter wird auf der Innenbahn starten. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, muss man sehen. Wenn man gut wegkommt und links rüber kann, dann kann man die erste Kurve ja doch relativ gut nehmen. Aber wenn du sehr weit in anfahren musst, könnte natürlich war es mal hier den McLaren, den wir sehen, sich schön daneben setzen. Wobei, ersten Abschnitt kommt sehr viele Rechtskurven. Da ist also die rechte Seite allgemein ein bisschen besser. Aber schauen wir mal. Dann zweiter Sektor geht es ja immer hin und her. Links, rechts, links, rechts. Obwohl, dritten Sektor auch. Also, das wird auf jeden Fall interessant werden. Bin mal gespannt hier. Wird ein bisschen Reifen warm gefahren. Zumindest der eine oder andere fährt hin und her. Mache ich persönlich jetzt eher weniger. Aber, ja, wenn es hilft, warum nicht? So, Regen haben wir auf jeden Fall erstmal nicht in Sicht. Weiß nicht, ob da nachher nochmal was kommt. Ja, Wittmann ist absolut fix, haben wir gesehen. Hatte da gut eine halbe Sekunde Vorsprung. Also, wenn er da gut durchkommt durch die ersten Kurven, ja, ist seine Aufgabe, keinen Fehler zu machen, sich keine Strafen zu holen. Dann sollte das eigentlich, würde ich sagen, leicht werden, aber nicht die schwierigste Aufgabe werden, heute zu gewinnen. Und ich schaue gerade nach, ja, Pfeiffer auf der 12 hat schon mal eine 5-Sekunden-Strafe jetzt hier aus dem Qualifying mitgenommen, weil er die weiße Linie überfahren hat. Also der wird auf jeden Fall schon mal ein bisschen länger stehen in der Box. Mal sehen, inwiefern sich das dann auswirken wird, wenn er direkt einen hinter sich hat. Ja, hat das sogar einen Positionsverlust zufolge. Aber schauen wir dann mal. Wird, denke ich mal, grob eine Dreiviertelstunde dauern. Planmäßig zumindest, bis man hier zu den ersten Boxenstopps reinkommt.
So, Helicam, da wollten wir vielleicht mal rauf. Gehen mal auf Dick Wasmann hier auf der 2. Mal sehen, wie die sich hier alle ordnen werden. So, irgendeiner startet aus der Box, sehe ich gerade. Siegenthaler auf der 5. Ja, also der hat schon mal ganz viel Position jetzt verloren. Alle anderen werden eine gewonnen haben. Gut für Kohlschütter, einen hat er schon mal überholt. Kann sich, wie gesagt, hier die ersten Punkte heute holen. Und jetzt schauen wir mal, Marc Wittmann haben wir hier rechts im weißen Ferrari. Und hier sehen wir den BMW von Matthias Lang schon ganz, ganz dicht dran. Zuckt hier sofort mal raus hinter dem McLaren. Mal sehen, den Ferrari rechts kann er vielleicht sogar schon snacken. Wittmann vorne dürfte als erstes locker einbiegen, aber die zweite Startreihe hier zu dritt nebeneinander. Matthias Lang hat die Nase am weitesten vorne, aber muss natürlich aufpassen. Vor ihm hat er nämlich den Wittmann. Aber geht hier auf die zweite Position, wie es aussieht. Jawohl, sehr, sehr gutes, sehr guter Start hier. So, Kunkel haben wir auf der 3, Chris Fenn aber auch einen super Start hingelegt. Hier gleich mal 3 Positionen gewonnen, geht auf die 4. Also gleich mal am Anfang richtig was gewonnen. Und Buddy auch mit 4 Positionsgewinn, gleich auf die 10 gegangen. Gut, eine Position hat man sowieso gewonnen durch Siegenthaler, der jetzt leider vom Server ist. Also da gab es wahrscheinlich technische Probleme, das war keine Absicht. Ja, aber jetzt haben natürlich hier ganz viele eine Position gewonnen, aber trotzdem zum Teil haben wir sehr, sehr gute Starts gesehen. Auch kein Unfall soweit. Hier die ersten Kurven. Keine großen Probleme. Wir gehen in die TV-Kamera. Sieht ein bisschen hübscher aus. Und wir gucken mal kurz vorne. Wittmann, Lang da schon. Ja, der hat auf jeden Fall regulär 2 gewonnen. Der ist ja vor Siegenthaler gestartet. Kunkel haben wir auf der 3. Chris Finn auf der 4. Richtig guter Start. Schröter direkt hinterhergezogen, würde ich mal fast behaupten. Der hat eine gewonnen. Aber die beiden Hondas immer noch zusammen hier. Auch die beiden McLarens hintereinander. Wasma und Schäfer haben wir hier auf 6 und 7. So, guck mal kurz, Plautz hat sich gerade den Chris Konrad geschnappt, wie es aussieht. Wir gehen mal ganz kurz 10 Sekunden zurück. Hier sehen wir es. Ah, da hat Chris Konrad auf der linken Seite ein bisschen Deck mitgenommen. Da war der BMW etwas unruhig. Das hat Plautz natürlich hier gleich mal ausgenutzt und geht hier vorbei. Hier sind wir jetzt wieder im Live-Bild und sehen, da wurden fast schon die Styroporteile umgefahren. Hat nochmal gerade gereicht, um vorbeizugehen. Dahinter gab es anscheinend eine kleine Kollision. Petersen, Käser oder eine Berührung zumindest. Petersen hat 2 gewonnen. Käse eine verloren und Kohlschütter, ja gut, hat eine gewonnen durch den Siegenthaler. Und jetzt geht hier der Ferrari auf die zweite Position. Aber kann Matthias Lang sich nochmal daneben setzen? Kann er leider nicht. Kann den Schwung nicht mitnehmen und hier nochmal auf der rechten Seite sich daneben setzen. Julian Kunkel damit auf die zweite Position vorgerückt. Matthias Lang jetzt auf der 3. So, Chris Finn hat eine kleine Lücke da von 2 Sekunden. Der hat aber gerade gut zu tun damit Schröter und Wasma, die er da Genick hat. Da sehen wir die beiden. Oh, da musste Schröter ein bisschen aufpassen. Jetzt kommt nämlich der Wasma an, der hier auf der Innenseite, ich hatte es eingangs erwähnt, schon mal die Nase reinhalten könnte. Zumindest hat er mal geguckt, ob es geht, aber da kann sich Schröter nach vorne halten. Guck mal kurz bei Achim Pfeiffer, der mit der 5-Sekunden-Strafe bereits jetzt schon unterwegs ist. Der ist hinter Schäfer. Hinter sich hat er Christian Barty und Thorsten Hofmann. So, da haben wir eine kleine Lücke. Da kommt nämlich der nächste kleine Train. Ups, habe ich hier weggeschaltet. Aber verpassen hier, glaube ich, nichts groß. Ja, Chris Finn hatte, was hat er gewonnen? Ich guck kurz nach. Bathurst hatte er gewonnen. Ja, schon 4 Wochen her tatsächlich. Das Rennen hat er schon gewonnen und Chris Finn hat sich schon den nächsten wieder geschnappt, nämlich den Schröter. Da gucken wir mal kurz. Ah, da war aber schon fast vorbei hier vor der Kurve. Also, da hatte der Schröter nicht so viel Chancen, da außenrum nochmal anzugreifen. Also, Chris Finn jetzt schon mal richtig was gut gemacht. 3 Positionen jetzt insgesamt. Also, da wird er auf jeden Fall nicht ganz so viele Punkte verlieren. Außer Wittmann kommt vorne. Also wenn Wittmann hier vorne wegkommen sollte. Aber aktuell Julian Kunkel doch ganz gut dabei. Hat sogar die schnellste Runde aktuell gesetzt. 36,4. Ja, erste 36er Zeit, die ich hier so sehe. So, Schröter jetzt wieder an Chris Finn vorbeigegangen. Immer wenn ich gerade nicht hingucke. Erste Kurve Innenseite. Ja, gab sogar eine leichte Berührung. Aber ich denke, das ist alles in Ordnung. Chris Finn verliert damit doch wieder die Position. Und war es mal auf der 6 direkt dahinter. Und Plautz hat sich den Brandl geholt. Da gucken wir auch kurz rein. Ich glaube, da war es schon passiert. Ja, da ist noch der Lexus von Plöger. Da rechts am Bildrand mit der 133. Das ist aber auch Kurve 1, glaube ich, gewesen. So, also Start schon mal sehr, sehr gut funktioniert.
keine großen Unfälle oder gar keinen großen Unfall. Ganz leichte Berührung hier und da vielleicht mal, nichts Erwähnenswertes, würde ich mal behaupten. So, jetzt gucken wir mal, Christian Brandl muss da gucken, dass der Patrick Plöger da mit dem Lexus vorbeikommt oder nicht vorbeikommt, aber ich fürchte fast, er kommt vorbei. Er hat nämlich ihn also schon gut vorne auf der Innenseite. Brandl versucht es auch gar nicht dagegen zu halten. Und damit haben wir hier den Positionswechsel. Plöger wieder auf der Startposition unterwegs. So, fahren wir Babas mal mit, würde ich sagen. Styropor steht noch, sehr gut. Oh, Schröter. Ich glaube, der hat nur viel Schwung geholt. Ja, hält sich hier vor Chris Finn auf jeden Fall. Müssen wir zu Brandl und Plöger nochmal gehen. Die sind schon wieder im Zweikampf unterwegs gewesen. Ah, hier gab es den Angriff in der Kurve. Aber hier hat der Lexus dagegen gehalten, tatsächlich. Ja, BMW hat aber auch sehr langsam gemacht, aber bleibt erstmal vor dem Lexus. So, wo ist er denn? Dahinter schon ein paar Meter. Aber dahinter haben wir Cyberside, Petersen und Käser. 15-16. Passt die letzten Positionen. Der Porsche jetzt leicht mit der Nase vorne, aber ich glaube, der BMW müsste jetzt wieder vorbeigehen. Ja, Porsche verhungert natürlich hier. Käser muss dafür sehr weit innen anfahren, aber kriegt die Kurve und kann sich hier vor dem Porsche halten, der eine Position geschenkt bekommen hat, so wie alle. Ja, Platz 6, glaube ich, war das dann ja. Und Kohlschütter haben wir hier auf der 17, 1,1 Sekunden dahinter. Ja, hat sich jetzt gut sortiert. Die ersten beiden setzen sich schon deutlich ab. Also Wittmann, der fährt momentan zumindest nicht locker flockig weg. Es ist natürlich nicht, wer mit wie viel Sprit losgefahren ist. Ob der eine vielleicht tatsächlich nur für 45 Minuten getankt hat und der andere sich sagt, ich fahre eine Stunde durch und dann nochmal eine halbe Stunde. Könnte natürlich auch nochmal ein Faktor sein. Werden wir aber dann nachher sehen. Wir haben jetzt aber die erste gelbe Flagge, Petersen. Oh, der Porsche steht jetzt hier irgendwo rum. Gegen gerade zu weit rausgekommen. Ich sag's ja, da hat man manchmal das Gefühl, man kriegt das Auto nicht rum, obwohl da so eine breite Strecke ist. Ja, zumindest schlägt da fast nicht ein. Und Chris Finn hat eine gelbe Flagge. Oh nein, so gut gestartet und hier ein Fahrfehler, zu weit rausgekommen. Da ging's ordentlich in die Wand rein. Ja, sein Glück, das ist fast der letzte Abschnitt. Das heißt, er wird jetzt hier frühzeitig in die Box kommen müssen. Nehme ich mal ganz stark an. Schauen wir mal. Ja. Ah, nein. Sehr, sehr ärgerlich. Und wir haben noch eine Stunde 23. Ich glaube, das wird tanktechnisch schwierig. Außer der fährt mit einem sehr hohen Map. Ah, dann müssen wir mal gucken, ob er nochmal dann reinkommen muss zum Tanken. Ja, das ist super ärgerlich für ihn jetzt. Und natürlich als Führende der Gesamtwertung hat er sich da jetzt eigentlich mehr versprochen und erhofft. Aber das hat er sich dann doch selber zuzuschreiben. Leider einen Fahrfehler gehabt. Ja, aber hier vorne 1,5 Sekunden. Wittmann kann sich dann jetzt doch so ein bisschen absetzen langsam. Wo sollen wir noch was einstellen? Ja, das haben wir, genau. Der hat nämlich, ja, vorletzte Runde wieder die schnellste Runde gesetzt. 35,865 nämlich. Also Jürgen Kunkel dahinter. Dann haben wir schon 5 Sekunden Abstand. Also da bestätigt sich das, was wir im Qualifying gesehen haben. Dass man da vorne doch eine eigene Pace gehen kann aktuell. Da haben wir nicht schon 5 Sekunden. Ja, für Matthias Lang gar nicht so verkehrt. Freie Fahrt hat er von hinten jetzt keinen direkten Druck von Schröter. Wenn er Glück hat, wird Schröter nämlich wieder von Wasma angegriffen. Die sind ja sehr dicht hintereinander. Dann haben wir die nächste kleine Lücke. Da kommt schon ein etwas größerer Train. Ralf Schäfer, der führt nämlich hier an. Der hat den Christian Buddy, den Audi hinter sich. Kohlschütter mit einer gelben Flagge. Oh, schon die dritte jetzt im Rennen. Also insgesamt, oh, eigentlich ziemlich unspektakulär nur weggerutscht. Aber auch hier ging es frontal in die Wand rein. Chris Finn steht immer noch in der Box. Ja, er muss erstmal hier drehen. Und Petersen, ja, der ja auch schon einen Dreh hatte, jetzt wieder auf der 15. Ja, 2 Positionen gewonnen trotzdem, obwohl er einen Dreh hatte. Aber klar, die anderen beiden hatten auch einen Unfall. Kohlschütter und Chris Finn, die stehen beide in der Box. Oder er steht in der Box, Kohlschütter nicht. So, schauen wir mal hier. Da haben wir noch den anderen Train, angeführt von Chris Konrad, auf der 10. Da haben wir nämlich Plauze, den Brandl hier im Bild und den Lexus, der hier auf der Geraden vielleicht mal ein bisschen gefährlich werden kann. Diese Runde eher noch nicht. Sind jetzt zwar alle schön im Windschatten unterwegs, aber reicht noch nicht so ganz, um anzugreifen. Ja, wir können beim Lexus ja mal mitfahren. Da sehen wir nämlich gleich ein schönes Dreiergespann an BMWs, die er hier jagt. Ja, mal sehen, ob er hier den einen oder anderen angreifen kann. Ja, wir sehen da Plauze ein bisschen im Dreck gewesen mit den linken Reifen. Hat jetzt keine großen Auswirkungen. Naja, aber das beobachtet man natürlich. Wo hat der Gegner vielleicht so seine Schwachstellen? Wo kann man denn, ja, vielleicht einen kleinen Vorteil rausschlagen? Oh, jetzt geht er zu weit.
Ah nein, da gehen jetzt zwei Autos vorbei, Brandl Plöger. Ja, kaum sage ich es. Und zack, schon mal den ersten BMW überholt. Aber wir gehen zu Patrick Schröter. Der schnuppert nämlich hier am Podium gerade dran. Während wir sehen, dass Matthias Lang schon 8 Sekunden nach vorne weg ist. Weiß nicht, ob er vielleicht einen kleinen Fehler hatte. Könnte auch sein. Wir gehen mal drauf. Also das hier doch ein recht interessantes Dreiergespann. Aber der McLaren war erstmal da etwas off-track gewesen. Deswegen verliert er jetzt hier gerade ordentlich an Schwung. Ja, sehr, sehr ärgerlich. Letzte Kurve, ich denke mal, es ist die letzte Kurve, ist es aber gar nicht. Aber trotzdem ordentlich Schwung verloren natürlich. Ist aber nicht so schlimm, denn vor ihm sehen wir ja den Zweikampf hier. Und Lang muss sich hier verteidigen. Oh, Schröter versucht es da außen, da irgendwie die Nase gegenzuhalten, daneben zu halten. Oh, ein kleiner Drift, schöner Gegenlenker hier von der 88. Und damit war es mal jetzt auch wieder direkt dran. Und wir fahren mal mit, schauen mal, ob der Honda hier vorbeigehen kann. Schröter hat auf jeden Fall locker die Nase vorne. Ja, aber er muss jetzt sehr, sehr weit innen anfahren. Vielleicht kann Wasmann jetzt auch noch profitieren und sich zumindest den Lang schnappen. Schauen wir mal, ob Lang jetzt hier gegenhält. Außenrum wird es nichts. Und damit geht Schröter auf die dritte Position. Ja, wir sehen es hier, ein Fehler und zack, bist du eine Position los. So, ich hoffe, Chris Fett fährt noch weiter. Steht immer noch in der Box. Ja, mal gucken, ob auch Schröter jetzt wegfährt. Oder ob hier der War's mal am BMW vorbeikommt oder BMW selber den Schröter auch wieder angreifen kann. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant hier um den letzten Podiumsplatz. Gehen aber kurz mal hier hin zu Hofmann auf der 9. Das ist auch nicht minder unspannend. Da haben wir nämlich Achim Pfeiffer. Und wie gesagt, der hat 5 Sekunden, eine 5-Sekunden-Strafe. Aktuell würde auf jeden Fall mal gegen Hofmann die Position verlieren. Gegen Konrad vielleicht auch. Der, wo wir mal hinschalten, denn der führt hier gerade diesen kleinen Dreier-Train an. Aber hat da mit keinem Angriff zu rechnen. Brandl sehen wir hier. Dahinter haben wir ja, wie gesagt, den Lexus. So, Plauze, der den kleinen Ausritt hatte. 2,6 Sekunden jetzt im Hintertreffen. So, Chris Finch steht immer noch. So, schnellste Runde von Wittmann. Hier sehen wir, wenn wir gerade live dabei, 35,642 gefahren. Johann Kunkel, der kann noch so halbwegs mithalten. 2 Sekunden, aber dahinter, die Lücke wird größer und größer. Also die fahren da, klar, die waren ja auch im Kampf, muss man dazu sagen. Aber sind jetzt 37,38er gefahren. Schnellste Runden sind auch in den 37er-Zeiten. Da vorne fährt man 35,36er. Und da sehen wir gerade, wie der, war es mal, erste Kurve mal geguckt hat, ob er angreifen kann. Da ist der BMW so weit rausgekommen, rutscht sogar weg und verliert damit die Position. Damit jetzt hier innerhalb von 2 Runden von der 3 auf die 5 gegangen. Ja, so schnell kann es gehen. Aber ist natürlich gut gemacht von Wasmann, ne? Mal in Antäuschen. Der Vordermann vertut sich dann vielleicht mal ein bisschen. War vielleicht hier der Fall. Und dann kann man auf der Innenseite schön vorbeigehen. Ja, damit hat sich das jetzt hier neu geordnet. Schröter also hier auf der 3. Beobachten wir mal, ob er nochmal von Wasma Besuch bekommt. Oder ob er selber nach vorne was verkürzen kann. Aber jetzt hier nach einer Viertelstunde schon 13 Sekunden zu den ersten beiden. Ja, da merkt man schon, dass wir nicht ganz so viele Autos dabei haben. Sonst wären da die Pace-Unterschiede nicht ganz so groß, denke ich mal. Aber so ein paar direkte Gegner sind heute einfach nicht dabei. So, Hofmann. Noch ein McLaren, der hier in lilanen BMW jagt. Immer noch ein schöner Train ab Platz 6 und ab Platz 10 das Dreiergespann. Ganz hinten haben wir schon ein bisschen größere Lücken. 2, 3 Sekunden sind da. 13, 14. Peters und Kohlschütter jeweils ja mit dem Dreher. Daher da die Abstände sehr, sehr groß. Chris Finn immer noch in der Box. Wäre sehr schade, wenn er heute nicht zu Ende fährt. Denn wie gesagt, die ersten 15 bekommen Punkte und wer weiß, ob nicht doch noch 2 ausfallen, dann würde er zumindest noch mal einen mitbekommen. Würde jetzt auch nicht den Braten fett machen, aber dann würde zumindest seine Serie immer in die Punkte zu fahren nicht reißen. Ah, da ist er ja. Ach, Lecker hat keine Lust mehr gehabt. Oh nein. Also wird es heute doch nichts mehr mit Punkten. Also in Rennen 7 das erste Mal ohne Punkte nach Hause gegangen dann. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr guten Start gehabt. Werden wir gerade sehen, wie Chris Conrad sich gegen Christian Brandl vielleicht wehren muss. Hier reizt noch nicht so ganz. Er vertut sich ein bisschen und der Lexus kann nicht ganz ausweichen. Chris Conrad geht auch ein bisschen off-track. Also alle drei hier zusammen mal nicht so ganz gut durch die erste Kurve gekommen. Konnte jetzt keiner direkt profitieren. Aber Brandl, oh, Schäfer jetzt mit der gelben Flagge irgendwo. Was ist bei Schäfer passiert? Der McLaren auch off-track gegangen.
Das sieht auch nach einem Fahrfehler aus. Huch, da wurde das Heck mal ein bisschen rutschig. Zack, einmal rechts abgebogen. Ja, damit jetzt hier auf die 9. Position zurück. Und Brandl ist, glaube ich, an Konrad vorbeigegangen. Da sehen wir nämlich das Dreierpack. Da gehen wir auch nochmal 10 Sekunden zurück. Ah, da war schon passiert. Wahrscheinlich da in den Rechtskurven im ersten Sektor. Und da vorne sehen wir, der McLaren wieder gerade wieder auf die Strecke gekommen ist. So, und jetzt gucken wir mal im Hintergrund, sehen wir noch Plauze, der ja auch ein bisschen auf Track war, aber jetzt hier wieder den Anschluss gefunden hat. Also ein schönes Grüppchen, was wir hier sehen. Und genauso wie wir das Grüppchen hier haben, um Pfeiffer rum, Buddy davor, Hofmann dahinter. Hatte sich angedeutet, dass wir vor allem im Mittelfeld einiges sehen werden. Vorne Wittmann, der setzt sich von Kunkel ab. Beide setzen sich vom Platz 3 tendenziell ab. 13 Sekunden sind es da aktuell. Oh, Pfeiffer jetzt ein bisschen rausgekommen. Das Styropor, das liegt da auch schon. Und damit ist Hofmann auf Position 7 vorgerückt. Also auch einiges an Positionswechseln hier die erste Viertelstunde. Mal sehen, wie lange das so bleibt. Momentan haben wir noch relativ viel Potenzial für schöne Zweikämpfe. Ja, auf der Geraden sehen wir doch sehr, sehr viele Autos vom Feld. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die Hälfte des Feldes ungefähr sehen wir hier. Bisschen mehr sogar. Ja, also Siegenthaler leider nicht gestartet. Finn hat leider auch abstellen müssen. Damit haben wir zwei Autos schon verloren. Also aktuell von den fahrenden Autos noch geht einer Layout-Punkte technisch. Ist die Frage, wer? Noch ist es Kohlschütter. Ursa, der hat 40 Sekunden Rückstand. Ja, mal sehen, vielleicht hat er ja nochmal Glück, dass er vorne einer ausfällt. Aus seiner Sicht Glück natürlich. Ganz vorne verpassen wir, glaube ich, nicht so viel. Also bleiben wir mal hier ab Position 9. 6, 7, 8 behalten wir ebenfalls im Auge. Mal sehen, ob es jetzt hier irgendwo Angriffe gibt. Ganz oben da sehen wir nämlich Schäfer, den blauen McLaren, der ja, sich jetzt, nachdem er off-track war, da auch nicht irgendwie wirklich lösen konnte, habe ich den Eindruck. Gucken wir mal. Christian Brandl hat da nämlich direkt im Genick, so wie alle anderen. Hauptsächlich BMWs plus den Lexus quasi. Ja, da ist auf jeden Fall nicht langweilig im Auto, würde ich mal behaupten. Anders sieht es ganz vorne und ganz hinten aus. Aber ich glaube, wir gehen mal zu einem anderen kleinen Train hier. Oder Zweikampf ist es fast nur noch. Da bin ich Hofmann gegen Buddy. Ja, Buddy hat auch einiges gewonnen, glaube ich. 8 Positionen. Blendet euch mal kurz die Position Deltas ein. Da könnt ihr euch mal einen Überblick verschaffen, wer hier gewonnen und verloren hat. Ja, das ist fast typisch für ihn, würde ich sagen. Letzten Rennen, wie gesagt, auch eher weiter hinten gestartet, aber immer in die Punkte reingefahren. Auch hier bereits, wie gesagt, fast 8 oder genau 8 Positionen gewonnen. Und mal sehen, ob es noch weiter nach vorne geht. Wird auf jeden Fall gut Punkte geben, denke ich mal, wenn er zu Ende fährt und da nichts groß passiert. Ja, sonst haben wir, war es mal lang, leicht verloren. Konrad leicht verloren. Und ja, Chris Finn natürlich jetzt hier, dass er abstellen musste, auch einiges verloren. Und Siegenthaler, den wir aber nicht mehr sehen. So, kommen wir kurz bei Wasmar rein, ob er den Schröter gefährlich werden kann. Er bleibt zumindest mal dran, 1,3 Sekunden. Schauen wir ganz vorne, Wittmann und Kunkel sind schon 4 jetzt. Schröter hat dann wieder 15 fast. So, Schäfer eine kleine Berührung gehabt offenbar. Gucken wir mal kurz. Ah, Linie auch nicht so ganz getroffen. Oh, da bahnte sich schon fast, fast zu dritt an. Da haben wir nämlich Chris Konrad und Schäfer schon wieder im Zweikampf nebeneinander. Aber alles gut gegangen, keine großen Berührungen. Aber er staut sich hier hinter doch schon ganz gut auf, muss man sagen. Jetzt weiß ich nur nicht, ob Schäfer da auffällt, in Anführungsstrichen, oder Brandl eher. Also Schäfer hat so ein paar Autolängen zumindest mal Abstand da vorne. Also momentan ist Brandl eher, der hier ganz, ganz viele Autos im Nacken hat. So, da ganz hinten müssten wir noch Thorsten Käser sehen. Noch ein BMW. Ja, noch ein Tick wärmer geworden. Könnte sein, dass man beim Boxenstopp mal ein bisschen Luft rausnehmen muss aus den Reifen. Aber das wird noch ja, eine halbe Stunde nicht ganz dauern. Ungefähr, bis hier die meisten reinkommen werden. Chris Finn jetzt auch vom Server gegangen. Damit haben wir alle Autos in der Liste, die auch aktiv hier fahren. So, tut sich jetzt hier in der Gruppe irgendwas? Kurve 1 erstmal nicht. Hofmann war eben auch schon ganz dicht wieder dran an Buddy. Ja, wahrscheinlich Kurve 1 auch. Ja, wie lange?
Mal sehen, wie lange das hier gut geht alles. Wir sehen, Plöger, der macht hier schon wieder Druck auf Chris Konrad. Der jetzt ein bisschen weit rauskommt. Der war ja eben eher mit dem Brandl da vorne beschäftigt. Plöger muss jetzt noch ein bisschen eine weitere Linie gehen. Ich denke mal, Plautzer wird da jetzt noch nicht vorbeigehen können, angreifen können. Positioniert sich jetzt hier für die nächste Gerade. Der Lexus, der kam da gerade gut raus. Der rutscht weg und Plautzer hat da ein bisschen Pech, dass er den Schwung nicht mit rausnehmen konnte. Sonst wäre er den Lexus rechts reingefahren. Sonst hätte er da mal locker angreifen können und ich behaupte mal vorbeigehen können. Aber so hat er ein bisschen Pech gehabt. Wer profitiert von der ganzen Geschichte? Thorsten Käser nämlich, der hier sich ein bisschen vertut in der Kurve. Oder ist vor ihm irgendwas passiert? Plautzer da. Gucken wir mal kurz. Oh, musste hier ausweichen. Rutscht ein kleines bisschen weg. Hat sich da Käser vielleicht ein bisschen irritieren lassen. Oh, jetzt ist Plöger hier irgendwie mit einer gelben Flagge unterwegs. Da müssen wir natürlich auch nochmal zurückschalten. Da ist er. Ja, einer macht einen Fahrfehler, der andere macht nach. Irgendwie so gefühlt. Hat jetzt hier sehr, sehr brav gewartet. Also damit jetzt Plautzer und Käser vorbeigezogen. Ah, schade. Damit haben wir jetzt eine kleinere Gruppe hier vorne. Im Prinzip nur noch zwei, drei Autos, wenn überhaupt. Da unten sehen wir noch den anderen Zweikampf von Hofmann und Buddy weiterhin im Zweikampf unterwegs. Ah, hätte ich mir gewünscht, dass die Gruppe ein bisschen länger besteht. Aber gut. Randall hat jetzt vielleicht ein bisschen Luft nach hinten, Anführungsstrichen, und kann sich nach vorne konzentrieren. Chris Konrad jetzt nicht direkt im Nacken. Aber kann er mal gucken, dass er den McLaren vielleicht überholt. So, wann geht Hofmann am Buddy vorbei? Also der ist hier immer wieder dran, ne? Unter einer halben Sekunde. Jetzt hier Buddy auch ein bisschen rausgekommen. Das geht in der Kurve, aber super schnell. Strecke allgemein doch gefühlt etwas rutschiger. Aber auch in der Kurve rutscht man sehr, sehr schnell raus. Kurschütter hier rechts sehen wir im Bild. Da ist er. Macht wunderbar Platz. Sehr gute Stelle hier zum Überrunden. Nach 20 Minuten auch Pfeiffer ist vorbeigezogen. So, und Wasmer und Schröter. Was haben wir hier? Oh, Schröter da. Achso, nee, das ist nicht letzte Kurve. Verwechsel ich immer. Wollte gerade sagen, kam da gefühlt weit raus, aber das war schon in Ordnung. Hier kommt nämlich jetzt die Rettkurve, wo man nicht so weit rauskommen sollte. Ja, aber der McLaren jetzt hier schön im Windschatten. Mal sehen, ob er da angreifen kann. Kann er sich zumindest ransaugen. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus, glaube ich. Also gefühlt könnte das reichen. Mal sehen, wie Patrick das sieht. Ja, der sieht das nämlich auch so. Der geht nämlich auf die Innenseite. Sehr deutlich. Der McLaren geht wieder komplett draußen auf die Rennlinie. Mal sehen, außenrum reicht es. Probiert das? Nee. Hofft darauf, dass der Honda vielleicht ein bisschen überschießt. Versucht hier mehr Schwung mitzunehmen und sich daneben zu setzen. Reicht nicht so ganz. Aber hier bahnt sich auf jeden Fall auch noch was an. Also ähnlich wie zwischen 6 und 7 Buddy und Hofmann, wo wir, glaube ich, mal hingehen müssen. Die sind nämlich auch gerade Kurve 1 und Buddy geht ja auch einen Tick zu weit und damit geht Hofmann jetzt endlich vorbei. Gehen wir nochmal in die Wiederholung rein. Nein, er war aber schon gut daneben. Buddy zieht da rein, aber lässt es auch relativ weit offen. Er hatte vielleicht Angst, dass es zur Kollision kommt. Und damit jetzt der McLaren auf der 6, wie gesagt. Christian Buddy immer noch auf der 7, von der 14 gestartet. Hat auf jeden Fall gut an Position gewonnen. Eine verloren, die nächste hoffentlich folgt jetzt nicht direkt, denn da ist schon der Pfeiffer jetzt. Aber da sieht er auch, dass er die 5-Sekunden-Strafe hat. Also selbst wenn er erstmal vorbei käme, wenn der Abstand nicht deutlich größer würde, dann wird er die Position wiederbekommen. So, was ist hier passiert? Oh nein! Erst hat er die Position geholt und dann geht er hier off-track, der Nick Wasmer. Und da sehen wir links nämlich Schröter vorbeiziehen wieder. Eieiei. Ja, wir sehen hier doch den einen oder anderen Fahrfehler tatsächlich. Also aus der Gruppe da hinten haben wir ein, zwei Autos relativ in kurzer Zeit gesehen, die off-track gegangen sind. Und hier, ja, leider auch der Wasmer, der sich die Position schön schnappen konnte eigentlich. Tja, jetzt muss er wieder ranfahren und vorbeigehen. Eine Stunde sieben hat er ja noch Zeit. So, Buddy hält sich vor Schäfer auf jeden Fall erstmal. Das sehen wir hier. Haben wir Schäfer, Brandl und Konrad. Die kennen sich ja inzwischen auch schon sehr, sehr gut hier im Rennen. Plautzer und Käser, die haben wir hier mit, ja, guten 6 Sekunden Rückstand nochmal auf die Dreiergruppe direkt hintereinander. Plöger natürlich jetzt auch ordentlich verloren an Zeit, nachdem er da off-track gegangen ist. Bernd Petersen haben wir im Porsche, 18 Sekunden dahinter. Kai-Uwe Kohlschütter, ja, mit einem, denke ich mal, demolierten Auto. In der Box war er nämlich noch nicht. Der fährt hier weiter. Könnte mir vorstellen, dass er hier ein paar Minütchen reinkommt. Dann kann er nämlich auch zu Ende fahren. Muss dann keine extra Boxen, keinen Boxenstopp extra einlegen. Könnte sein Gedanke sein. Also jetzt so eine Stunde 6. Sollte eigentlich tanktechnisch reichen. Könnte mir vorstellen, dass er am Ende der Runde oder
wie gesagt, in den nächsten Minuten reinkommt zum Reparieren dann. Und mal sehen, vielleicht schafft er es ja noch in die Punkte. Einer geht heute, wie gesagt, leer aus. So, erste halbe Stunde haben wir schon bald um und wir haben tatsächlich noch ein paar Zweikämpfe hier offen. Wir sehen es links im Tower, haben wir 1, 2, 3, 4 Kämpfe auf jeden Fall, noch mehr oder weniger. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr dicht hintereinander. Aber gucken wir uns mal hier kurz die ersten beiden Positionen an. Das sind nämlich hier zwei Ferraris, die hier alles im Griff haben. Nur noch ein Honda, Chris Finn ist ja nicht mehr dabei, der zweite. Und sonst haben wir halt, ja, verhältnismäßig viele BMWs, aber sind halt auch nicht so viele Autos, muss man halt auch dazu sagen. Ja, aber Kunkel, der rechnet sich wahrscheinlich Platz 2 aus heute. Nach hinten auf jeden Fall der Abstand deutlich größer. Guck mal kurz auf die Zeiten. Also nur die schnellsten Runden jetzt. 35,6, 35,9 die ersten beiden. Dahinter haben wir 36, 37er Zeiten sogar nur. Das zieht sich bis fast ganz hinten durch. Letzten Runden, ja, sind die dann auch 1 bis 2 Sekunden langsamer tatsächlich. Manche natürlich da im Zweikampf verwickelt. Aber ich glaube, im Qualifying haben wir es gesehen. Hier sehen wir es jetzt auch. Da vorne wird der eigene Schuh gefahren. So, jetzt ist der Wars mal wieder dran an Schröter. Mal sehen, ob er wieder vorbeikommt irgendwann und dann hoffentlich keinen Fehler macht, damit er hier sich Position 3 auch holen kann heute. Wäre natürlich gar nicht mal verkehrt für ihn, da schön Punkte gut zu machen. Ja, ansonsten haben wir hauptsächlich noch die Gruppe hier. 12, 13 haben wir noch eine Sekunde auseinander. Aber hier im Mittelfeld um Platz 10 rum, plus minus paar Positionen, könnte auf jeden Fall auch noch einiges passieren. Momentan fahren die eher hintereinander. Aber mal sehen, was denn so die Reifen mit der Zeit sagen. Ihr merkt man nach 45 Minuten dann ja doch schon mal hier und da. Vor allem, wenn du mal einen Dreher hattest. Und hier sehen wir, da rutscht der McLaren weg, trifft hier den Brandl und Chris Conrad geht genau durch die Mitte. Eieiei, da gehen wir nochmal kurz zurück. Hier sehen wir das Ganze nochmal aus Chris Conrads Sicht, mehr oder weniger. Oh, das war nochmal knapp. Links der McLaren, rechts war der andere BMW. Nochmal gut gegangen für ihn. Hat jetzt hier 2 Positionen natürlich gewonnen. Genauso wie Plauze und Käser hier vorbeigezogen sind. Brandl jetzt wieder unterwegs. Auch der McLaren. Ja, mal sehen, ob die vielleicht jetzt schon reinkommen. Wie gesagt, ab jetzt könnte man auf jeden Fall mal durchfahren. Gucken wir mal ganz kurz. Oh, McLaren schon wieder auf Track. Wo man aber jetzt abbiegt oder weiterfährt, fährt weiter. So, was hatten wir bei Schröter und war's mal? Da gab es laut Anzeige einen Positionswechsel. Aber ich glaube, da hat sich jetzt im Endeffekt nichts getan. Ja, durch den Unfall hat sich leider die Gruppe da hinten jetzt auch aufgelöst. Erstmal. Mal sehen, wie sich das wieder neu ordnet, auch nach den Boxenstopps. Der eine oder andere muss ja doch reparieren. Aber ich denke mal, dass alle Reifen wechseln werden. Würde mich eher wundern, wenn da einer 1,5 Stunden durchfährt. Die 5 Sekunden, glaube ich, kann man sich dann doch nehmen, um mit frischen Reifen dann weiterzufahren. Ja, damit haben wir jetzt nicht mehr so viele Zweikämpfe. Kurz mal gucken bei Chris Conrad. Dann Pfeiffer dran, der aber ja dann zurückfallen wird nach dem nächsten Boxenstopp, wenn er nicht hier jetzt auf der Strecke schon überholt werden wird. Marc Wittmann mit der neuesten schnellsten Runde 35,6. So, Chris Conrad, oh, war es mal jetzt doch vorbeigegangen. Hat sich da versucht, oder hat sich daneben gebremst anscheinend. Aber jetzt hier die Außenseite für die Kurve, aber jetzt die Innenseite kann auch besser raus beschleunigen. Und Patrick Schröter, ja, verliert damit die Podiumsposition. Geht damit jetzt wieder auf die 4 zurück. Also drücken wir mal Nick Wasmadin die beiden Daumen, dass er jetzt keinen Fahrfehler macht. Denn ich denke mal, normalerweise wird er jetzt hier versuchen, zumindest mal wegzukommen. Hätte, denke ich, ganz gute Chancen. Zumindest augenscheinlich. Aber erstmal muss er noch mal gucken. Nicht, dass es hier den Gegenangriff gibt vom Honda-Piloten. Ah, aber erstmal Kurve 1 abgewehrt. Das ist schon mal die halbe Miete. Jetzt hier in den kurvigen Sektionen gucken, dass man ein bisschen Zeit gewinnt. Und dann die nächste gerade natürlich auch versuchen, den Hintermann hinter sich zu lassen. Also schauen wir das mal, wie sich das entwickelt. So, Chris Conrad hier im Windschatten von Pfeiffer. Da gibt es keinen Angriff. Käser, Plauze hier auch relativ dicht zusammen, aber auch hier wird es noch keinen Angriff geben. Dahinter sehen wir alle anderen, hier Brandl, Blöger, Schäfer, alle schon Ausritte gehabt, Unfälle gehabt. Also kein astreines Rennen sozusagen.
Ben Petersen haben wir hier, der überrundet gerade den Kohlschütter. Das ist der, eine Position dahinter ist. Also Kohlschütter wurde jetzt einmal von allen überrundet. Auf der 16 unterwegs. Aber fährt hier seinen Schuh. Letzte Runde 1,47. Beste Runde 1,40,5 sehen wir hier. Ja, aber bleibt noch draußen. Ich hätte eher gedacht, dass er schon relativ früh reinfährt. Wie gesagt, zum Reparieren. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. So, gucken wir mal hier vorne. Ja, der Mann, der führt, der sich jetzt hier den Kohlschütter auch nochmal schnappt. Ich glaube, das zweite Mal überrundet. Hat hier alles im Griff. 3,7 Sekunden hält sich hier der Abstand. Wir können mal die letzten drei Runden anschauen. Ja, ein bisschen Plus, mal ein bisschen Minus. Vor drei Runden war der Unterschied doch mal ein bisschen größer. Aber insgesamt hält sich der Abstand hier so bei 3 bis 5 Sekunden, behaupte ich jetzt mal. Da brennt jetzt nicht wirklich was an, aber hier könnte vielleicht was anbrennen. Chris Conrad jetzt hier Kurve 1, geht auf der Innenseite doch relativ locker vorbei. Pfeiffer hat sich nicht super groß gewehrt. Ja gut, vielleicht hat er gemerkt, dass Chris Conrad vielleicht schneller ist und hat ja ohnehin die 5-Sekunden Strafe, sodass er so oder so wieder dahinter fallen würde nach dem nächsten Boxenstopp voraussichtlich. Aber ich glaube, Chris Conrad dürfte keinen großen Schaden oder so haben, dass er da deutlich länger stehen müsste. Ja, aber auf die 8. Position, von der 10 gestartet, also da ging es nochmal ein Stückchen in die Top 10 rein. 5 Sekunden sind jetzt nach vorne. Da ist der Christian Buddy, der sich ja von Hofmann überholen lassen musste vorhin, der inzwischen aber auch schon 7,6 Sekunden weg ist. Also da ist er schon ein ganzes Stückchen schneller. Christian Buddy letzte Runde 39,1, Thorsten Hofmann davor eine ganze Sekunde schneller. So, also Konrad wird sich voraussichtlich dann hier absetzen. Heser Plautz jetzt auch nicht im Zweikampf. Brandl Plöger haben wir jetzt auch nicht direkt im Zweikampf. Und Kohlschütter fährt immerhin oder immer noch weiter. So, Strafen haben wir sonst noch keine, außer von der Reko, wie gesagt. Oder ich guck mal kurz nach, ob wir sonst noch irgendwas haben. Nein, die 5 Sekunden sind das jetzt die einzige Strafe. Ja, gucken wir mal, ob bei den Boxenstopps alles funktioniert, dass da keiner zu schnell reinfährt. Und natürlich auch, ob hier sich keiner eine DTT durch die Cuts holt. Aber ich glaube, das ist gar nicht so das große Problem hier auf der Strecke. Weil wenn du hier doch auf Track kommst, da ist sehr viel Rasen, wie wir hier sehen, sehr viel Wiese. Da hast du ganz andere Probleme. Ja, hinten könnten sich auch für den einen oder anderen neue Probleme ergeben. Hier rückt es gerade gefühlt wieder ein bisschen näher zusammen. 1,8 Sekunden sehen wir hier. Blöger hier eine Sekunde dran. Also mal sehen, was da noch so passiert. Ja, jetzt wird es ruhiger. Ja, das ist kein Wunder. Aber 16 Autos nur noch. Halbe Stunde haben wir jetzt ja auch schon überschritten. Wie gesagt, schauen wir mal, wer hier nach den Boxenstopps wo rauskommt, wer wie lange reparieren muss, ob sich jemand noch eine Strafe holt. Und wir haben ja schon einige Fahrfehler gesehen, leider. Und ich glaube, das wird mit der Zeit auch nicht unbedingt besser. 1,5 Stunden durchfahren, das ist vielleicht auch nicht jeder unbedingt gewohnt. Zumindest hat man hier mal 2 Graden, wo man sich mal ein bisschen ausruhen kann. Die zweite sehen wir jetzt hier. Und wir sehen ja auch, die Abstände hier werden doch ein Tick kleiner, habe ich das Gefühl. 1,6 Sekunden. Mal sehen. Wenn man hier in den Windschatten reinkommt, dann könnte es auch nochmal schneller enger werden. Weil davor die ganze Position, glaube ich, da hat sich jetzt ganz gut geordnet. Seht ihr ja selber die Abstände. Da wird jetzt erstmal nichts passieren. So, Kohlschütter ist jetzt reingefahren. Ja, ein bisschen unter einer Stunde. Also mein Gedanke war gar nicht so verkehrt anscheinend. Also wird jetzt hier gemütlich reparieren und dann wieder rausfahren. Ändert ja an der Position nichts. Weiter nach hinten geht's ja nicht. Weiter nach vorne wird es aus eigener Kraft, wie es aussieht, auch nicht werden. Aber mal gucken, was hier vorne noch so passiert. Denn hier, wir sehen es ab Position 10, wird es für Runde enger wieder. Also vielleicht müssen wir uns noch ein paar Ründchen gedulden. Ich denke mal, so in 10, 15 Minuten werden wir dann die nächsten Boxenstopps sehen. Oder sehr viele Boxenstopps. Und dann mal sehen. In so einer engen Gruppe kann ein guter, ein schlechter Boxenstopp nochmal was bewirken.
Vor allem, ja, wenn man dann hier vielleicht zu zweit rauskommt sozusagen oder einer auf der Strecke und der andere aus der Box und dann hier zu zweit durch die nächsten Kurven geht. Der eine hat vielleicht schon warme Reifen, der andere noch gar nicht. Das ist natürlich dann immer sehr, sehr interessant. Und der aus der Box kommt, hat dann meistens die Innenseite hier. Kommt ja auf der rechten Seite raus vom Gegner. Gucken wir gleich mal. Aber ich glaube, wir verpassen gar nichts, wenn wir hier bleiben. Ja, sehen wir nämlich Brandl, der hier an Käser jetzt schon ordentlich rangekommen ist. Auch Plöger zieht sehr gut mit. Und Plauze da vorne, der kann nicht so wirklich abhauen. Also der hofft darauf natürlich, dass er hinten sich ein bisschen in die Haare bekommen wird, dass er dann in Ruhe wegfahren kann. Ist gerne auf der Strecke. Ja, hätte ich auch gerne, dass du auf der Strecke wärst. So wie alle anderen 18 Autos. Naja, dann ist erstmal eine Woche Pause in der Liga. In 2 Wochen sind wir dann auf dem Nürburgring. Auf jeden Fall eine deutlich beliebtere Strecke. Da denke ich mal, wird wieder wettzeitlich natürlich passt bei den Leuten ein bisschen mehr los sein wieder. So, Kohlschilder kommt jetzt auch raus. Und hier gibt es nicht ganz den Angriff. Da weiß er selber, da kann er jetzt nicht so reinhalten. Aber kann ja mal gucken. Vielleicht geht da ja ein bisschen off-track der Vordermann. Aber muss aufpassen, Plöger ist dahinter im Lexus. Der lauert da nur. Aber jetzt könnte es ja vielleicht den Angriff... Oh nein, kleiner Quersteher von Brandl. Weiß nicht, ob das viel Zeit gekostet hat, viel Geschwindigkeit. Auf jeden Fall jetzt hier schön im Windschatten dran. Vielleicht reicht es ja sogar, um mal rauszuziehen, mal die Nase daneben zu halten. Aber der Thorsten Käser, der ja, hat das im Auge. Der fährt nicht ganz an der Wand lang, also fährt ein bisschen weiter mittiger. Also der hat das schon auf dem Schirm, dass da einer kommen könnte. Oder zwei eigentlich sogar. Ja, aber jetzt könnte vielleicht der Plöger angreifen, den 91er. Der ist nämlich jetzt seinerseits hier am Diffuser dran vom BMW. 0,3 Sekunden. Und ich sage, Herr Plauze da oben, der profitiert davon. Wir sehen es, 1,6 Sekunden, also 1, 2, 3 Zehntel wieder gewonnen hier. Das ist dann der, der hier profitiert auf jeden Fall. In 2 Wochen sollte der Sitz da sein, das hoffe ich natürlich auch. So, gehen mal bei Käser rein. Hallo? Oh, Kohlschütter ist reingefahren, hat er sich einfach eine Strafe geholt. Schauen noch kurz nach. Oh nein, Kohlschütter hat sich eine SG30 geholt. Der fährt gerade rein zur SG30. So, jetzt gucken wir mal kurz. Brandl wieder auf der Innenseite. Diesmal hält er aber schon ein bisschen mehr rein. Also der tastet sich hier so langsam ran. Aber reicht auch hier nicht so ganz. Dürfte aber langsam eng werden. Mal schauen. Oh, naja, es kommt der Käser ein bisschen zu weit raus. Ah, jetzt könnte Brandl vielleicht aber angreifen. Jetzt kommt er ein bisschen besser raus. Nimmt er ein bisschen Gras mit. Hoffentlich gab es da keinen Cut. Könnte aber noch gereicht haben. Aber jetzt hier auch schön im Windschatten. Auch den Lexus sehen wir kaum so dicht. Ist er hinten dran. Schönes Dreiergrüppchen. Da im Hintergrund sehen wir Schäfer, den McLaren. Ja. Ja, vielleicht auch noch reparieren muss, mal schauen. Aber hier gibt es keinen Angriff. Also die drei fahren hier in der gleichen Reihenfolge erstmal weiter. Ich fahre im Moment die Go-Setups. Die liegen mir eigentlich ganz gut, muss man sagen. Fahren sich da recht gut. Ja, ein bisschen vielleicht mal am Flügel ändern oder was an TC oder ABS natürlich. Bremsballons oder so, aber vom Ding her die Go-Setups im Moment. Ja, ich glaube, wir können hier bleiben. Woanders passiert nicht viel. Gucken wir, wo Kursche da jetzt rauskommt. Also der Lexus weiterhin hier mit den BMWs am Gange. Ach, blöde Kamera. Immer BMWs vor sich. 1, 2 konnte er schon hinter sich lassen. Glaube ich. Oder sind die... Ah ne, der hat ja einen Fehler, jetzt ist wieder vor ihm. Der hat ja ganz, ganz viele BMWs vor ihm, aber vorhin konnte er ein paar überholen. So, jetzt aber hier, Brandl kommt deutlich besser raus. Käser auch relativ weit außen, damit sollte die Position dann relativ zügig abgegeben werden. Mal sehen, ob Plöger da im Hintergrund auch nochmal angreift oder ob er sich da zurückhält. Hält sich hier zurück. Da ist er. Ja, also da konnte er noch nicht profitieren. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Brandl wegfahren kann. Hat ja doch ein bisschen Luft nach vorne, 3 Sekunden zu Plauze. Der da sehr, sehr viel profitieren konnte. Eben war noch unter 2 Sekunden davor. Jetzt ist er hier schon bei fast 4. Hier sehen wir es optisch auch sehr, sehr schön. Ja, aber vielleicht kann Käser ja nochmal angreifen hier jetzt Richtung Kurve 1. Ah, nee, doch nicht. Dachte, er wäre näher dran. Ah,
Ah, ein bisschen überschossen. Oben im Rückspiegel sehen wir den Lexus. Der kann das aber nicht, weiterhin nicht ausnutzen. Moin, Timochen. War McLaren, ja. Aber in der festen Liga fahre ich nicht. Ich bin Scopum gefahren letzte Saison. Aber durch das ganze Streaming und so kann ich das nicht garantieren, dass ich in irgendeiner Liga immer mitfahre. Deswegen fahre ich LFM hier und da. Oder hier und da mal Gaststarter oder Endo-Serien manchmal. Wenn ich nicht gerade stream halt. Aber nein, feste Ligen fahre ich nicht. Und der Plöger schnappt sich jetzt hier den BMW. Hoffentlich kann er die Linie halten. Sieht sehr, sehr gut aus. Und damit auf die 12 und Thorsten Käser jetzt, ja, nach langem, langem Regen doch zwei Positionen hier gegen die beiden verloren. Und wir sehen Brandl, der haut doch schon ganz gut ab hier. 1,8 Sekunden, eine Runde, nachdem er hier vorbeigegangen ist an der Stelle. Kann also deutlich schneller offenbar. Ja, das könnte eine schlechte Nachricht für Plauze sein. Der ist jetzt hier zwar noch 3 Sekunden vorne, aber nur noch 3. Eben waren es fast 4. Also mal sehen. Aber wir gehen ja so langsam auf die Zeit zu, wo wir mit Boxenstopps rechnen dürften. Da bin ich mal gespannt, wie sich das hier ordnet. Da vorne wird sich nicht super viel tun, behaupte ich mal. Also Pfeiffer, ja, der hat 5 Sekunden Vorsprung hier vor dem BMW. Da unten am Bildrand sehen wir Pfeiffer. Der könnte die Position zwar verlieren, aber da vorne, selbst beim schlechten Boxenstopp, wird sich da nicht viel tun an der Reihenfolge. Ja, gucken wir mal. Vorne Kunkel 5,5 Sekunden hinter der ersten Position. Auch da wird der Abstand größer, wenn auch nicht ganz so groß, wie dahinter die Abstände ansteigen. Wir sehen es ja hier auf der 3. Nick Wasma, der inzwischen schon von Schröter 10 Sekunden sich absetzen konnte, hat schon fast eine halbe Minute Rückstand. Ja, Podium ist absolut drin heute, aber auch in Anführungsstrichen nur Position 3. Weiter nach vorne wird eher schwierig. Ja, ist die Frage, wer jetzt als erstes reinkommt von den ersten 15 Kurschütter. Der war jetzt ja schon zweimal drin, muss man sagen. Einmal SG30, einmal regulär. Aber hier sehen wir auch, ja, ist wieder heil. Auch optisch, sehr gut. So, Achso, ja. War grad verwirrt. Plöger war doch eben an einem BMW vorbeigegangen, aber das war ja der Käser. Ich wollte gerade sagen, Brandl ist nicht nochmal vorbeigekommen, sondern der Lexus, ja, schiebt sich jetzt hier am Brandl auch ran. Also der kann auch wahrscheinlich hier mithalten, wie es gerade aussieht. Da können wir vielleicht den nächsten Zweikampf sehen. Mal sehen, ob es hier vor den Boxenstopps den Zweikampf noch direkt gibt oder ob beide gleichzeitig reinkommen oder es quasi einen, ja, ein Fernduell gibt über die Boxengasse. Beide bleiben auf jeden Fall erstmal noch draußen. Ja, aber ich bin heute Mittag gefahren bei LFM. 12 Uhr bin ich Watkins gefahren. Und am Samstag bin ich bei R-Faktor Nordschleife gefahren. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber Nordschleife war auch anstrengend, muss man sagen. Weil bist ja Einführungsrunde und dann bist du 8 Runden gefahren am Stück. Bisschen mehr als eine Stunde. So, Chris Konrad. Der nimmt gerne mal sehr viel Körb mit an der Stelle, habe ich das Gefühl. Immer mal wieder ein bisschen Dreck, der da aufgewirbelt wird. Kleiner Powerslide hier auf die Gegend, gerade 1,8 Sekunden am Buddy dran. Gucken wir uns hier mal die letzten 3 Runden an. Ja, da sehen wir, dass der Konrad auf jeden Fall schneller ist, tendenziell. 1,3 Sekunden letzte Runde aufgeholt. Das ist sehr, sehr viel. Davor sehr gleich schnell und die Runde davor 8 Zehntel. Aber wir sehen es ja jetzt auch schon optisch. Da ist der Konrad ja schon fast im Windschatten. Also 7-8 könnte er gleich auch nochmal einen Zweikampf geben. So, Brandl, Plöger, die beide auf Plauze auflaufen. Also, ich sag ja, jedes Auto dahinter ist schneller als das davor. Wir sehen nämlich der Lexus hier direkt am Brandl dran. Beide insgesamt aber kommen am Plauze ran. Ja, mal sehen. Buddy kommt jetzt als erstes rein hier von den ganzen Autos, abgesehen von Kohlschütter, wie gesagt. Ja, Kamera, da. Da kommt er rein. Ja, vielleicht ist auch irgendwas mit den Reifen, dass er gerade ein bisschen Zeit verloren hat. Die letzten Runden weiß man ja alles nicht. Und hier sehen wir jetzt auch Brandl, wie er reinfährt. Gucken, Plöger bleibt draußen, Plauze davor bleibt draußen. Also so langsam geht's hier los. Die ersten regulären Boxenstopps werden jetzt hier absolviert. So, Wittmann, der ist gerade hier an Schäfer dran. Zur Überrundung allerdings, kein Zweikampf. Und das Ganze passiert hier auf der Startzielgeraden. Sehr, sehr dankbare Stelle auch hier. So, McLaren sehr, sehr weit auf der Innenseite.
So viel Platz muss man dann auch wieder nicht lassen, aber passt schon. So, jetzt nicht den Führenden abschießen. Sehr gut. Da ist der zweite, der Ferrari hier vom Kugel. 7 Sekunden nach vorne, 26 nach hinten. Basma hat jetzt aktuell auch ein sehr, sehr ruhiges Rennen. Auch er muss, wie gesagt, seinen Schuh nur zu Ende fahren. Schröter. Ja, 4 Sekunden immer ein Vorsprung hier vor Matthias Lang. Da können wir auch mal einen Vergleich herziehen, die letzten 3 Runden. Aber da sehen wir, dass Matthias Lang auch schneller ist als Schröter. 13, 15, 1 Sekunde aufgeholt. Insgesamt fast 2 in den letzten 3 Runden. Also es könnte da auch nochmal was geben. Ich denke aber nicht vor dem Boxenstopp, sondern eher danach. Noch ist der Abstand zu groß, als dass er da, denke ich mal, in den nächsten 2 der Runden direkt rankommt. So, was tut sich hier? Lexus jetzt wieder ein bisschen Abstand gewonnen, beziehungsweise BMW Abstand gewonnen zum Lexus. So, Buddy kommt raus. Wie gesagt, weiße Linie beachten da, haben wir jetzt nicht ganz gesehen. Gucken wir mal, ob wir das bei Christian Brandl einmal erblicken können von oben vielleicht. Da kommt nämlich diese schöne weiße Linie, die da um die Kurve zieht, die man nicht überfahren darf. Noch darf man nicht aufs Gas gehen, nämlich ab jetzt darf man aufs Gas drücken. Einmal einen kurzen Sprint hier zur Strecke quasi. Und dann geht's hier irgendwann rechts rum. Da sehen wir die Linie. Das sieht gut aus. Dafür gibt es auf jeden Fall keine Strafe für Christian Brandl, der jetzt hier ja aktuell auf der 15 unterwegs ist. Aber wir müssen ja alle in die Box. Ein paar davon sind jetzt reingefahren. Achim Pfeiffer und der Patrick Klöger, die jetzt hier reinfahren. Fährt sogar mal nicht durch den Kollegen, sondern dran vorbei. Auch der zweitplatzierte Ferrari, Julian Kunkel, fährt rein. Wittmann dürfte dementsprechend draußen geblieben sein. Na gut, er konnte natürlich seine Reifen ganz gut behandeln. Der hatte ja keinen Zweikampf, keinen großen Druck. Das heißt, vielleicht fährt er noch mal ein paar Ründchen länger, um dann einen etwas kürzeren zweiten Stint zu fahren. Und dann hat er wahrscheinlich auch frische Reifen drauf. Behaupte ich mal, dass die meisten hier wechseln werden bei 90 Minuten. So, noch irgendeiner reingefahren, den wir nicht gesehen haben. Matthias Lang, da ist er. Der BMW mit der 88. Staubing Sim Racing. So, ab hier Pitlimiter. Sieht sehr, sehr gut aus. Fast stehen geblieben gefühlt. Aber besser so, als dass man sich hier eine Strafe holt. Hier tut eine Durchfahrtsstrafe dann auch schon ein bisschen mehr weh als auf anderen Strecken. Dauert hier ja, wie gesagt, sehr, sehr lange, bis man auch mal aufs Gas drücken darf. Aber sieht gut aus, denke, das wird keine Strafe nach sich ziehen. Gucken wir mal, wann die da vorne reingehen. Ja, wenn die Hardware ausfällt, ist immer ganz, ganz blöd. Da kannst du dann natürlich nichts machen, ne? Dann macht das Auto halt, was es gerade macht. Und da kannst du wirklich froh sein, wenn du da keinen erwischst. Jetzt hier im Stadion, dem wir gerade sind im Rennen, da sind ja die Autos nicht so dicht zusammen, da ist es nicht so schlimm. Aber vor allem in den ersten Runden, das ist dann immer sehr, sehr kritisch. So, Käser ist gerade an Kunkel dran, wird aber nicht lang dauern, denn Kunkel war ja gerade schon in der Box. Käser wird hier auch demnächst folgen, nehme ich mal an. Aber trotzdem, gerade mal hier ein Pseudo-Zweikampf sozusagen. Wobei ich mal behaupte, dass Kunkel schneller kann, sobald seine Reifen hier auf Temperatur wieder sind. Und dann wird er hier auf der zweiten Position wieder unterwegs sein. Der Führende ist nämlich gerade drin, genauso wie der eben Drittplatzierte, der McLaren von Wasma, der gerade reingekommen ist. Den haben wir gesehen. Plautze ist auch hier drin. Fährt jetzt wieder los. Ja, haben wir schon sehr, sehr viele Boxenstopps hinter uns gebracht. Fehlen nicht mehr viele. Patrick Schröter übernimmt jetzt mal die Führung. Also zumindest mal mindestens eine Führungsrunde, die er hier sammeln kann. Auch ein sehr schönes Gefühl mal, kurzzeitig auf der 1 zu sein. Aber weiß er natürlich selber, da werden noch 2, 3 Autos gleich wieder vorbeiziehen. Thorsten Hofmann haben wir jetzt hier auch in der Boxengasse. Wo gehen wir hin? Gehen wir hier hin. Brandl und Pfeiffer haben wir 1 Sekunde auseinander. Das ist aber auch tatsächlich ein Zweikampf. Das ist nämlich Boxenstopp bereinigt zwischen den beiden jedenfalls. Also schauen wir mal, ob Brandl sich den Pfeiffer schnappen kann, der damit seine Strafe abgesessen haben sollte. Ich schau mal nach, haben wir momentan eine? Ne, also alle, die gerade in der Box gewesen sind, haben sich da auch anständig benommen. Sehr schön. Auch sonst haben wir noch keine DTs, nur die eine SG30 von Kohlschütter.
und die 5 Sekunden Strafe vom Achim. Ansonsten sind wir bis jetzt fehlerfrei durchs Rennen gekommen. Die erste Hälfte, ein bisschen mehr jetzt. 40 Minuten haben wir noch. Mal sehen, wer fehlt denn jetzt noch? Schröter Konrad fehlt noch, Schäfer fehlt noch und Petersen, der Porsche fehlt noch. 4 Autos also noch. Ich sag jetzt nicht nochmal noch. So, was sehen wir hier? Plöger jetzt am Plauze dran. Guck mal kurz, Brandl, der musste ein bisschen länger stehen. Ich wollte gerade sagen, der war ja eigentlich vor dem Lexus vorhin. Plöger auf jeden Fall jetzt schon mal eine Position gewonnen. Und am Plauze direkt dran. Da war eben ja gar nicht so weit weg. Da hat er, wie gesagt, ja den Brandl noch vor sich gehabt. Damit sehen wir hier vielleicht einen schönen Zweikampf, bin mir jetzt ziemlich sicher. Da vorne sehen wir Chris Konrad, der aktuell Zweitplatzierte. Nicht Boxenstopp bereinigt, den können wir da also ja ein bisschen rausrechnen. Hat natürlich ein bisschen Einfluss vielleicht auf den Zweikampf, weil er da ja physisch natürlich vorhanden ist. Und wir sehen ja auch, oh, wie der Kollege, der Plauze da ein bisschen ausweichen muss. Und damit Plöger natürlich vielleicht eine bessere Position für die Linkskurve hat. Mit mehr Schwung rausgeht Chris Konrad. Ist er jetzt reingefahren oder wo ist er? Ja, ist gerade reingefahren. Wo ist er denn? Irgendwo unter links müsste er sein. Ah, da ist er. Also freie Fahrt für die beiden und der Lexus jetzt hier mit der Topspeed auf der Stadtzielgeraden. Schön im Windschatten, zieht jetzt hier raus auf die Innenseite. Mal gucken, ob die Topspeed auch reicht, um tatsächlich komplett daneben zu bleiben. Vielleicht sogar schon vorbeizugehen vor der Kurve. Das sieht nämlich gar nicht so verkehrt aus. Jetzt bloß nicht verbremsen. Hier ist nämlich hier den Gegenangriff vom BMW, der aber außen gegenhält. Und da kommt auch noch die 115 aus der Box. Die Nummer 70 direkt dahinter. Ja, und das sind hier alles Positionen. Plauze, Plöger, Pfeiffer und Käser. Käser war der aus der Box kommt. Und da sehen wir die Situation, die ich angesprochen hatte. Und da gibt es die Berührung mit Pfeiffer, die hier zu zweit, oder ja, zu zweit durch die ersten Kurven gegangen sind, weil einer aus der Box kam. Aber nichts Wildes, möchte ich mal behaupten. Hat sich die Position jetzt aber erstmal hier geholt. Also, da hinten haben wir wieder einen schönen Viererkampf. Ah, es gehen hier alle sehr weit und Christian Brandl ist aber auch wieder am Start, der mit am längsten da von der Gruppe in der Box war. Also, da ist es doch ordentlich wieder zusammengerückt. Ab Position 11 diesmal. Also, da können wir mal gespannt sein, was da so passiert. Und ja, Pibo Gaming, danke für deinen Raid. Hoffe, ihr hattet einen schönen Stream, schöne Rennen. Herzlich willkommen hier. 39 Minuten haben wir noch. 1,5 Stunden insgesamt. Und ja, haben hier gerade die Boxenstoppphase fast hinter uns. Ein, zwei Autos fehlen jetzt noch. Also hier hinten, wie gesagt, Boxenstopp bereinigt. Ein schönes Grüppchen, wo man sich erstmal ein bisschen ordnen muss. Weil manche sind schon ein, zwei Runden länger draußen. Deren Reifen funktionieren schon sehr gut. Andere gerade frisch raus. Die rutschen noch vielleicht ein bisschen hier. So, aber Plöger immer noch nicht am Plauze vorbeigekommen. So, Schröter, Konrad in der Box, Schäfer und Petersen fehlen nur noch. Jetzt Side by Side durch die vorletzte Kurve, der BMW auf der Innenseite kommt ein bisschen besser weg. Ah, den Lexus, den dreht hier ein bisschen raus. Da kommt der Führende an, der ihn jetzt hier überrundet. Aber weiß ich gar nicht, vielleicht war es auch Absicht, dass er ein bisschen rausgefahren ist. Aber Wittmann hat sich jetzt hier den Lexus geschnappt und ja, hofft irgendwie, dass er jetzt am BMW möglichst schnell vorbeikommt. Und Plöger hofft, dass der BMW da vielleicht ein bisschen Zeit verliert bei dem Überrundungsmanöver. Und am Hintergrund sehen wir Brandl gegen Käser. Und da überholt er den Käser, glaube ich. Schönes Rennen war es auf jeden Fall. Ja, das ist auch super. Und moin, Tamo. Ja, hier war es eben relativ ruhig, direkt vor den Boxenstopps sind nicht so viele Autos unterwegs heute leider. Aber jetzt hier hinten gucken wir mal, wie lange das Ganze vonstatten geht hier. Plöger, der knabbert sich hier echt ein ab am BMW, muss aber aufpassen. Der Pfeiffer, der lauert da natürlich. Während wir jetzt nur noch Petersen haben, der in die Box muss auf der 7. Position. Aber ich denke mal, es wird nicht mehr so lange dauern, bis auch er reinkommt. Dann haben wir nämlich alle in der Boxengasse gesehen. Vorne sehen wir Wittmann, der ja, ein bisschen kürzer stehen konnte als Jürgen Kunkel. Oder der wiederum länger stehen musste, daher der Abstand vorne wieder größer geworden. 9 Sekunden war es mal weiterhin so 25 Sekunden. Lang haben wir auf der 4, Schröter auf der 5 nur noch. Ah ja, hat sich auch ein bisschen was getan. Ah, Tamo wieder mit dem Nissan unterwegs, sehr schön. Ja, Nissan haben wir heute nicht zu bieten. Hauptsächlich BMWs. Und ein BMW kam hier wieder ein bisschen weit raus gefühlt. Also das sieht hier doch sehr, sehr eng aus für den Plauze. So, Schäfer steht noch in der Box. Ist aber schon wieder unterwegs zur Boxenausfahrt. Jetzt gucken wir mal. Jetzt müsste doch der Lexus hier angreifen. Innenseite. Vielleicht reicht es hier diesmal vorbeizugehen. Ja, müsste eigentlich reichen. Und von hinten, da sehen wir, da kommt der nächste BMW an. Hat da aber nicht den Weg vorbeifinden können. So, kommt Schäfer raus. Der hängt sich mal hier an die Gruppe ran. Der kommt nämlich jetzt hier frisch vom Boxenstopp.
Also sehr, sehr schön Action hier. 41 Autos, hätte ich mir auch gewünscht heute. Da hätten wir noch mehr zu tun. Aber momentan dürfen wir uns eigentlich gar nicht beschweren. Ganz vorne passiert nicht viel, aber hier hinten, wie gesagt, da wird sich noch ordentlich um die letzte Top-10-Platzierung gekloppt. Oh, da sehen wir Plauze, der kann sich schon wieder neben den Lexus setzen. Ich weiß, ob Plöger da nicht so gut rausgekommen ist. Ah, ja, gucken wir mal hier. Innenseite sollte aber sich noch behaupten können. Dahinter kommen ganz viele Positionen. Da ist noch ein grüner Ferrari. Das ist der Kunkel auf der 2. So, jetzt geht es hier Side-by-Side durch die Rechts-Links-Rechts-Passagen. Jeder guckt natürlich, kann er hier irgendwie profitieren in dieser Gruppe. Ah, sieht auch sehr, sehr schön aus. Wir gehen mal in die Heckperspektive rein. Also, Plauze. Ja, der dürfte auch ordentlich schwitzen. Auf der Karte sehen wir es, hier auf der Strecke sehen wir es, wie sich schön aufstaut hier. Ja, ich bin Samstag Nordschleife gefahren, 26 sind gestartet, 10 sind ins Ziel gekommen. Ich bin knapp hinter Position 3 ins Ziel gekommen. Einmal ein bisschen abgeflogen bin ich auch, aber allein durchs Durchfahren nur bin ich sehr weit nach vorne gekommen tatsächlich. Also das ist immer gut, wenn man durchfährt. Ja, hätte Fahrradkette, ne? So, jetzt gibt's wieder den Angriff vom Lexus. Also, das wiederholt sich hier Runde für Runde. Eine gute Statistik für die Nordschleife, absolut. Hat auch richtig Elo gebracht, irgendwie 130 oder so für R-Faktor. Aber derweil sehen wir jetzt hier immer noch Side-by-Side fahrende Straßensperre. Wir sehen dahinter, staut sich's richtig auf, aber Plöger kommt jetzt vorbei. Und mal sehen, ob Pfeiffer jetzt auf der Innenseite ebenfalls vorbeikommt. An Plauze, immer noch Side-by-Side. Reifen an Reifen sozusagen. Oh, da gibt's fast noch einen Kick von der Seite. Oh nein, da hat der Pfeiffer jetzt ein bisschen Schwung verloren, muss jetzt hier auf der Außenseite bleiben. Also Plauze ist ja nicht vorbeigekommen, im Gegenteil, Brandl jetzt hier auf der Innenseite, der grüne Ferrari ist Kunkel auf der 2. Der will hier eigentlich sich nur vorbeirunden, aber er sieht auch, hier ist ordentlich was los im Hinterfeld. Und da muss er auch erstmal irgendwie heil durchkommen. Käse haben wir auch noch natürlich hier. Und Ralf Schäfer, der eben aus der Box kam, ja, der hatte mal einen Sicherheitsabstand auf jeden Fall. Also wenn hier was Größeres passieren sollte, hat er gute Chancen, da zu profitieren. Aber, ja, sehr, sehr schön. Mal gucken, ob es die letzte halbe Stunde so bleibt. So, Käser ist hier an Pfeiffer jetzt vorbeigegangen. Pfeiffer jetzt nur noch auf der 14. Von der 12 gestartet. So, wer kann sich jetzt hier absetzen? Der Lexus hat sich jetzt hier endlich aus den Fängen befreien können aus der Gruppe. Wir sehen es auch schon, ein bisschen Abstand gewonnen. Jetzt guckt er, dass er hier mal schön wegfährt. Viel weiter nach vorne, weiß ich nicht, ob es geht. 20 Sekunden ist dann doch relativ viel für eine halbe Stunde. Aber... ja, mag mich auch täuschen. Schauen wir einfach mal. Den Reifen gewechselt haben, glaube ich, soweit alle. Bernd Petersen fehlt immer noch mit dem Boxenstopp auf der 6. So, wo gibt es jetzt hier den Angriff? Schäfer jetzt hier mit dem McLaren im Windschatten vom BMW. Da unten sehen wir das Überrundungsmanöver vom grünen Ferrari. Das interessiert uns jetzt nicht unbedingt. Wir gucken aber mal, ob Schäfer jetzt hier angreifen kann. So, ich glaube, Kohlschütter ist gerade vom Server gegangen. Ja. Ja, damit alle, die aktiv auf der Strecke sind, werden Punkte holen. Das ist schon mal die gute Nachricht hier. Ist nur die Frage, wer hier wie viele mitnimmt. Oh, Pfeiffer ein bisschen weit gegangen. Kann Schäfer das jetzt ausnutzen? Ah, das ist gerade keine guten Runden von Pfeiffer. Verliert hier doch die ein oder andere Position. So, Petersen, der hat... der hat einen Fehler gehabt oder ob Hofmann ist hier vorbeigegangen. Er hat aber eher vorbeigelassen, weil er ja ohnehin noch in die Box muss. Ja, mal sehen, fährt er jetzt rein oder... nee, bleibt noch draußen. Also der fährt schon seit der Stunde, aber dürfte dann nicht so lange dauern mehr jetzt, dass er reinkommt. Ein paar Minütchen noch. Da können wir eigentlich mal die Boxenstopp ausblenden. Das können wir uns noch merken. Hier der einzige Porsche auf der Strecke wird hier gleich nochmal reinkommen. Und mal sehen, wo er rauskommt. Nächsten 2 Positionen, 3 Positionen. Ich weiß, ob Plöger auch noch vorbeikommt. Mal sehen. Auf jeden Fall haben wir vielleicht Glück und er kommt hier vor dieser Gruppe vielleicht noch raus. Mal beobachten. Ne, 18 sind gestartet. Auch nicht viel mehr. Hälfte des Feldes hat heute abgesagt. Sind eigentlich weit über 30, die hier mitfahren und angemeldet sind zumindest. Wie gesagt, in 2 Wochen geht es auf dem Nürburgring weiter. Da wird es sicherlich ein bisschen voller werden wieder. So, während Kunkel hier vorne irgendwie mal guckt, dass er jetzt sich auch von der Gruppe lösen kann. Dass er jetzt hier mit freier Fahrt seine zweite Position nach Hause fährt. Ich glaube, viel mehr wird seine Aufgabe heute nicht mehr sein.
Aber ist ja auch nicht verkehrt, kann hier ordentlich an Punkten mitnehmen. So, Pfeiffer hält sich noch vor Schäfer, wollte ich gerade sagen. Schäfer kann jetzt hier erstmal mit der Nase vorbeigehen. Ja, und geht sogar komplett vorbei. Pfeiffer, ich weiß nicht, was da ist. Ist irgendwas mit den Reifen, ist er vielleicht ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen, hat jetzt hier doch den ein oder anderen kleineren Fahrfehler drin. Daher jetzt hier ganz ans Ende des Feldes gespült worden. Auch hier aus der Gruppe ein bisschen gefallen, die sich auch gut auseinanderzieht. Also Plöger, wir müssen kurz zu Buddy und Petersen gehen. Ja gut, das wird sich schnell alleine erledigen. Petersen hat schon sehr, sehr alte Reifen. Eine Stunde sind die alt. Buddy, der ist, ich schau mal gerade, ja, seit einer Viertelstunde draußen. Der wird jetzt hier, denke ich mal, recht zügig am Ferrari vorbeigehen. Frischere Reifen, Audi gegen Porsche auf der Geraden. Das ist eine eindeutige Sache. Ich denke auch nicht, dass Petersen sich da jetzt wehren wird. Macht ja keinen Sinn. Sehen wir hier auch. Ja, hält sich komplett zurück. Ja, was ich sagen wollte, Plöger hat sich jetzt schon gut absetzen können hier. 4,7 Sekunden nach vorne, 20,7. Dann haben wir Plauze. Ja, der ist immer noch dabei, hier irgendwie die Autos hinter sich zu halten. Beim Lexus hat es auch länger funktioniert, aber früher oder später ist er dann jetzt hier doch vorbeigekommen. Da oben sehen wir ihn schon ein ganzes Stückchen weg. Ja, jetzt schauen wir mal, ob Brandl sich nochmal hier vorbeischleichen kann. Der war ja mit dem Lexus von auch am Gange. Ich weiß noch, ob er ihn nochmal einholen kann. Wäre sehr, sehr schön. Aber jetzt geht hier Brandl auf die Innenseite. Plauze hat die Nase noch leicht vorne auf der Außenseite. Damit kann er sich hier erstmal vorne halten. Und ja, der BMW mit der 91 bleibt auch erstmal dahinter. Weiß ich nicht, ob er mit Controller unterwegs ist. Das weiß ich leider nicht. Ja, also die BMW-Truppe kann sich heute nicht beschweren über Screentime, würde ich mal behaupten. Aber wie gesagt, vorne passiert ja nicht so viel. Ah, die fährt mit dem Controller, stimmt. Wieder, muss man glaube ich sagen. Hatte er, meine ich, ein Lenkrad zwischenzeitlich mal. Ah, Tamo, du bist gemein. Ach so, ja, der fährt mit Controller. So, wagen wir es mal trotzdem mal kurz einen Durchlauf zu machen. Ich weiß es nicht, dann passiert immer was, wenn ich wegschalte. Ein bisschen ausweichen musste Brandl auf jeden Fall. Ja, also Wittmann haben wir ja auf der 1, inzwischen schon 13 Sekunden. Klar, Kunkel war dann in dieser Gruppe da hinten ein bisschen gefangen, hat ordentlich Zeit verloren. Ändert aber am Ergebnis, denke ich mal, eher nichts. Hier sehen wir nämlich Kunkel auf der 2. Geht in die nächste Runde rein, in die 38. Jetzt auf der 3 haben wir Wasma. McLaren hat ja leider eine Position tatsächlich verloren. Dann haben wir auf Matthias Lang auf der 4, von der er auch gestartet ist. Auch da ist es sehr, sehr ruhig. Patrick Schulter hat eine Position gewonnen, ist auf der 5. unterwegs. Dann haben wir Thorsten Hofmann im McLaren auf der 6 mit 2 Positionsgewinnen. Dann haben wir den Mann mit dem Controller, der einzige Audi heute im Feld, auf der 7. Von der 14 auf die 7, also heute auch wieder von etwas weiter hinten nach weiter vorne gefahren. Ja, wenn er im Qualifying mal weiter vorne starten würde, wäre es, ja, weiß ob es da viel weiter nach vorne ginge, aber müsste er nicht so weit nach vorne fahren. Aber ein paar Rennen haben wir ja noch vor uns. Dann haben wir Bernd Petersen, hier den Porsche, der immer noch in die Box rein muss. Mal gucken, ob er jetzt reinfährt. Auf jeden Fall jetzt hier aktuell auch auf der 8. Wird natürlich noch ein bisschen zurückfallen. Chris Conrad wird da sehr, sehr zügig dran vorbeigehen. Vielleicht sogar schon auf der Strecke. Wird dann mit 2 Positionsgewinnen unterwegs sein. Dann haben wir Patrick Plöger, den Lexus, der hier weiter den Abstand zur Gruppe ausbauen kann. Plauze führt nämlich diese Gruppe an hier. Ja, 5 Positionen hat er auch gewonnen. Also momentan sieht es gut aus. Aber die nächsten 3, die lauern da schon weiterhin. Oder immer noch. Oh nein, jetzt hat Plöger hier einen kleinen Fehler gehabt anscheinend. Gucken mal kurz, was ist denn da passiert? Ach so, nee, der hat nur den Kunkel durchgelassen, alles gut. Dachte. Ja, Brandl haben wir dann also auf der 12. Konrad jetzt an Petersen vorbeigegangen. Auf der 8. Position. Ja, Käser verfolgt ihn. Schäfer haben wir dahinter. Ja, der hat einiges verloren, 5 Positionen leider. Der wird nicht ganz zufrieden sein heute. Ja, und Achim Pfeiffer, der muss ein bisschen abreißen lassen, also... Ich glaube, irgendwas ist da. Weiß ich nicht, ob er wirklich langsamer ist. So, Brandl schnappt sich jetzt Plauze aber. Diesmal könnte es reichen. Oder hält Plauze wieder dann gegen? Nee, ich weiß nicht. Oh, hoffentlich treffen die sich jetzt nicht. Aber diesmal müsste es reichen. Plauze ist auch ein bisschen ins Gras gekommen. Mal gucken, dahinter die beiden. Natürlich auch noch weiter dicht an dicht hintereinander.
Oh, jetzt könnte vielleicht Schäfer sich den BMW schnappen. Geht zumindest mal daneben. Noch ein kleiner Rechtsknick. Dann kommt aber wieder eine Linkskurve. Und der Fahrer, McLaren hatte auch ein bisschen Gras mitgenommen. War kurz unruhig. Aber hier außenrum wird es eher nichts. Dann wieder lieber hinter einordnen und dann den ganzen Schwung hier auf die Gerade mitnehmen. Und vielleicht hoffen, dass man hier ein bisschen besser rauskommt und dann im Windschatten angreifen kann. Also, statt das, was vorne passiert, passiert ganz hinten auf jeden Fall einiges. Zwei Zweikämpfe haben wir, Pfeiffer schaut sich das da an. Ja, der hofft natürlich, dass er hier wieder aufschließen kann. Aber wenn die hier in den 3-4-Kampf reingehen sollten nochmal, wovon ich mal ausgehe in den nächsten 25 Minuten, könnte er da nochmal ran anschließen. Dann hätten wir hier ein Drittel des Feldes nochmal im Kampf. Oh. Schäfer mal eine kleine Abkürzung benutzt. So, Bernd Petersen kommt jetzt endlich mal rein, nach einer Stunde und 5 Minuten. Tank dürfte so ziemlich leer sein. Also der Porsche auf der 9 aktuell wird gleich ein bisschen durchgereicht. Mal sehen, wo er rauskommt. Vielleicht kommt er ja hier so bei der Gruppe raus. Werden wir mal sehen, ob Schäfer jetzt hier endlich mal vorbeikommt. War ja eben schon mal daneben. Jetzt ist er wieder daneben, aber Außenseite. Also wieder zurück in den Windschatten rein. Ja, weiß ich nicht, was bei Petersen sein oder was Petersens Gedanke war. Ah, ne, der ist sogar komplett nach hinten gereicht worden. Bisschen unterschätzt hier die Boxendurchfahrt. Aber ich fahre leider auch nicht mehr so viel wie vor ein paar Monaten. Ganze rumgestreame hier. Komme ich gar nicht mehr zum Fahren. Oder wenn dann tagsüber wie heute. Und dann werde ich Vierter von 20. Wollen wir auch nichts drauf einbilden. So, was haben wir noch? 24 Minuten, also ein Sprintrennen. Bei LFM jedenfalls. So, Petersen fährt jetzt raus, aber ich glaube, der musste ordentlich länger stehen. Dachte, der würde ein bisschen früher rauskommen, damit auf jeden Fall deutlich abgehängt. Die 74 geht gerade vorbei. Das ist der Thorsten Hofmann. Hier ist er. Platz 6. Überrundet ihn also schon mal. Ja, aber gut, einen Punkt hat er auf jeden Fall. Wie gesagt, 15 Positionen werden hier ja mit Punkten belohnt. So, da kommt noch ein Buddy vorbei im Audi auf der 7. Position, der ihn hier überrundet. So, und Schäfer ist jetzt hier auch weiter nach vorne gekommen. Ah, Klassiker hier. Ah, ein bisschen überschossen, aber oh, hat Glück, dass hier der BMW auch nochmal wegrutscht, der Käser. Sonst wäre der Käser nochmal auf die rechte Seite gegangen. Damit ist er aber jetzt hier vorbei und Pfeiffer ein bisschen näher rangekommen. Da vorne Brandl kann sich vom Plauze, glaube ich, so langsam absetzen. 8 Sekunden zum Lexus, der auf Chris Konrad leicht aufholt, aber sind immer noch gute 20 Sekunden. Denke mal nicht, dass er da jetzt aus eigener Kraft groß rankommen wird. Wir schauen uns mal die letzten 3 Runden an. Ja, da sehen wir insgesamt, hat sich nicht super viel getan, da 13 Zehntel Unterschied in den letzten 3 Runden. Und daher denke ich mal, Würzel Plöger eher Platz 9 werden heute. Aber von der 13 gestartet, also von der 13 gestartet. Kein schlechtes Ergebnis. So, ich guck mal, haben wir noch Strafen, irgendwas? Nee. Ja, also Boxendurchfahrten haben, abgesehen von Kurschütter, der aber auch schon nicht mehr dabei ist, gut funktioniert. Keiner zu schnell gewesen. 4 Cuts hat sich bis jetzt auch noch keiner geholt. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist hier auch nicht ganz so groß wie auf manchen anderen Strecken. Ich glaube, was mich noch mal interessieren würde, Buddy und Konrad im Vergleich. Was sehen wir denn hier? Hier sehen wir auf jeden Fall, Konrad hat die letzten Runden gut aufgeholt. Halbe Sekunde, 6 Zehntel, 1,3 Sekunden. Ah, vielleicht 7,8 könnte dann nochmal was kommen vielleicht. Da sehen wir nämlich Konrad schon im Hintergrund kommen. Ja. Also, vielleicht kriegen wir da nochmal einen kleinen Showdown. Aber hier im hinteren Feld, also vor allem nach dem Boxenstopp, die haben sich da alle wiedergefunden. Das ist richtig schön getummelt. Sehr, sehr schön. Hat sie wieder ein bisschen auseinandergezogen. Hier unten sehen wir die beiden BMWs. Dahinter ist Schäfer, der sich hier auch jetzt ein bisschen absetzen kann, weil Pfeiffer ist jetzt doch wieder am nächsten Kontrahenten dran. Nachdem er dann so ein bisschen abgeschlagen war von der Gruppe, hat er sich jetzt hier den Thorsten Käser schon mal vor die Haube geholt. Jetzt ist die Frage, wo kann er vorbeikommen? Der hat natürlich da hinten
bisschen reifenschonender vielleicht fahren können, als hier vorne, die im Zweikampf unterwegs waren. Yo Gaming, danke für dein Raid und viel Spaß noch. Ja, Konrad jetzt auch schon eine Sekunde dran. Also ist doch sehr, sehr zügig angekommen. Da können wir ja mal kurz einen Moment draufbleiben und schauen, ob er hier angreifen kann, während es schon wieder ein Tick wärmer geworden ist auf der Strecke. 33 Grad sind, glaube ich, mit 30, 31 gestartet. Ja, können natürlich auch nochmal einen kleinen Einfluss haben, wenn man vielleicht doch ein, zwei Klicks zu hohe Reifendrücke hat. Je nachdem könnte sich das auch nochmal auswirken auf deinen Grip, während Chris Konrad da... Chris Konrad auf der Innenseite ein bisschen unruhig war, macht aber nichts. Das ist nur der Führende, der da vorbei will. Der Wittmann, der nämlich jetzt hier Position 8 überrundet. So, und Pfeiffer geht jetzt an Käser vorbei. Ist Käser da zu weit rausgekommen vielleicht? Sieht's fast so aus. Ja, bisschen aufs Gas gekommen, die ganze Geschwindigkeit verloren. Und Pfeiffer geht hier auf der Innenseite vorbei. So, die großen Gruppen haben sich, wie gesagt, aufgelöst. Hier sehen wir es auf der Geraden immer wieder. Ich weiß nicht, ob Käser jetzt sich nochmal Pfeiffer schnappen kann. Eher nicht. Dahinter, das ist der Radlichtdupe macht, der war es mal auf der 3. Also das ist jetzt auch nicht sonderlich aufregend hier, dass der McLaren vorbeizieht. Funktioniert alles sehr gut. Damit haben wir auf jeden Fall Platz 7 und 8 hier gleich im Zweikampf. Wir sind jetzt im Zweikampf. Der BMW ist nämlich jetzt hier am Audi dran. Und da gehen wir mal rauf und schauen mal, ob es hier schon den Angriff vom BMW gibt auf der Start-Ziel-Geraden oder davor schon. Wir sehen schon, wie gut der BMW hier durchkommt. Reifen gewechselt haben, behaupte ich jetzt alle, standen über alle über 30 Sekunden. Hätte mich auch fast gewundert, wenn nicht. Also diesbezüglich hat keiner einen großen Vor- oder Nachteil. Außer natürlich die Boxen-Stoppzeiten. Die Sinnzeiten sind deutlich unterschiedlich. Zwischen Konrad und Buddy, die wir hier gerade sehen, haben wir ein bisschen mehr als 5 Minuten Unterschied. Also jetzt nicht die Welt. Aber es ist die Frage, wer wie mit den Reifen natürlich umgeht. Auf einer Strecke, die gefühlt doch sehr rutschig ist, wie gesagt. Wenn man da doch mal ein bisschen quer kommt, das merkt man dann irgendwann doch schon mal. Ja, wir sehen diese Runde jetzt, gab es doch keinen direkten Angriff. Nochmal neu heranfahren, sich positionieren und beobachten, wo man den Audi vielleicht gefährlich werden kann. Auf der Geraden wird es wahrscheinlich eher schwierig, aber in den Kurven vielleicht. Haben ja schon gesehen, wie der BMW da schön rangebremst ist in den Kurven. So, mal gucken, ob Schäfer auf der 12 sich den BMW auf der 11 nochmal vorknöpft. Behalten wir im Auge, 1,6 Sekunden der Abstand dauert. Ja, aber wir haben noch 18 Minuten. Ein kleines Fazit können wir aber schon ziehen. Wir haben keine großen Crashes gesehen. Also wenn, dann ist man selber irgendwie neben die Strecke gekommen. Hat da jetzt keiner groß einen abgeräumt. Haben wir zumindest nichts mitbekommen. Hätten wir, glaube ich, bei so wenig Autos. Daher ein sehr, sehr sauberes Rennen. Auch erste Runde, glaube ich, keine großen gelben Flaggen gehabt. Und ja, wäre schön, wenn das natürlich zukünftig so bleibt. Auch auf dem Nürburgring, wo ich mal von ausgehe, dass wir da deutlich mehr Autos auf der Strecke sehen werden. In 2 Wochen, am 7. November, meine ich. Ja, 7. November sind wir dann auf dem Nürburgring. Ja, was haben wir noch so im Programm? Wir haben noch Zolder, Sandford, Ultenpark, Misano, Suzuka, Laguna Seca, Spa, Hungaroring, Donington. Was haben wir noch? Imola und am Ende Kota am 20. Februar. So ein bisschen hin. Aber ihr seht, wir haben noch sehr, sehr viele Rennen vor uns. Und das freut uns auf jeden Fall, würde ich mal sagen. In 2 Wochen haben wir dann ein Drittel der Season um. Und ja, haben sie ja schon ein paar Tendenzen gezeigt, wer vorne mitfährt, wer nicht. Ein paar... gibt es jetzt den Angriff von Chris Konrad. Hat sich mal schön daneben gebremst. Sehr, sehr spät. Da habe ich gerade gar nicht mit gerechnet. Aber geht hier vorbei am Audi ohne größere Probleme. Und wird jetzt hier sich aufmachen Richtung Platz 7, hätte ich was gesagt. Platz 6, aber der Abstand dann doch schon etwas größer. 13 Sekunden. Bei dem musste jetzt hier nochmal ein bisschen ausweichen, weit gehen. Aber damit sollte sich das Duell hier erledigt haben, behaupte ich einfach mal. Schäfer, Plauze, müssen wir gucken. 1,3 Sekunden. Was sagen die letzten 3 Runden? Die sagen uns, dass Schäfer auf jeden Fall schneller war. 2,1 Sekunden die letzten 3. Also wir sehen es ja auch schon. Fast direkt hintereinander. Das könnte der nächste Zweikampf dann sein. Ne, was ich sagen wollte, in der Gesamtwertung
gibt es auch noch den einen oder anderen Fahrer, der jetzt ein paar Rennen nicht mitgefahren ist, der auch immer vorne mitfährt. Also da muss man mal gucken, ob man da nochmal aufholen kann. So, Pfeiffer kommt aber auch nicht so ganz von Kesa weg, habe ich den Eindruck. Wir sehen hier die beiden BMWs, 7 Sekunden hinter dem anderen Zweikampf, den wir gerade gesehen haben. Der hängt sich hier zumindest mal in den Windschatten. So, Bali Konrad, ja, genau, das würde sich erledigen. Deswegen glaube ich, bleiben wir mal hier. Das müsste das nächste sein, was uns hier unterhalten dürfte. Gleich geht es in die letzte Viertelstunde rein. Ja, Regen war heute gar kein Thema. Ich weiß gar nicht, hatten wir schon ein Regenrennen? Bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Kann mich nicht groß erinnern, dann tendenziell wahrscheinlich nicht. Die meisten werden darum nicht traurig sein. Oh, falsches Auto. Ja, McLaren ein bisschen weggerutscht beim Rausbeschleunigen, aber klar, der will so früh wie möglich hier aufs Gas gehen und angreifen. Die ganze Geschwindigkeit hier auf die Startziele gerade mitnehmen. Was wir auch sehen, hier rechts sehen wir Zuschauer. Und wenn wir in die Außenperspektive gehen, sehen wir keine Zuschauer, falls euch das mal oder noch nicht aufgefallen sein sollte. Aber volles Haus hier natürlich in Indianapolis. Denn wir sehen hier noch den ein oder anderen Zweikampf. Also ganz so langweilig ist es dann doch nicht geworden, wie man das vielleicht vermuten mag bei nicht ganz so vielen Autos. Kurz vor den Boxenstopps hatte es sich beruhigt. Aber dann direkt nach dem Boxenstopp hatten wir da 5 Autos schön in der Gruppe. Ja, und so ein paar Überbleibsel haben wir. Was ist bei Pfeiffer los? Verliert hier gerade die Position. Oh, hatte da irgendein Problem, aber nicht ganz gesehen. Auf jeden Fall ist jetzt Kesa wieder vorbeigegangen. Also hier gab es dann jetzt doch wieder den Positionstausch. So, Bernd Petersen. Den haben wir auf der 15. Weit abgeschlagen, muss man leider sagen. 77 Sekunden, aber ein Punkt, glaube ich, müsste das sein. Sollte er heute mitnehmen. So, hier wird es auch interessant vielleicht. Der Zweikampf hier zwischen dem BMW und dem McLaren. Vor allem, weil Position 3 da gerade um die Ecke kommt. Alle beiden McLaren-Piloten wären sich ja einig. Was mal, der jetzt hier 20 nach vorne, 20 nach hinten grob hat, dann Abstand, bahnt sich jetzt den Weg hier an den nächsten Überrundungen. Und hat dann noch hier, ja, ich weiß gar nicht, 10 Runden ungefähr noch vor sich. So, was macht Plöger? Ja, der kann hier den Abstand zu Buddy, glaube ich, verringern, so nach und nach zumindest, aber glaube, das wird hier nichts mehr, die letzten 14 Minuten noch die 19 Sekunden zuzufahren und dann auch noch vorbeizugehen natürlich. Ist auch nochmal eine andere Geschichte. Aber trotzdem ein sehr, sehr gutes Rennen. Wir können uns die Position Deltas nochmal anschauen. Jetzt waren ja schon alle längst in der Box und das ist alles Boxenstopp bereinigt. Ja, wir sehen fast nur Gewinner, weil alle Verlierer sind quasi vom Server runter. Wasma haben wir auf der 3, der hier mit Kunkel getauscht hat. Gehen wir mal zu Plauze und Schäfer rüber. Und ja, Plauze mit 5 gewinnen, Buddy mit 6 auf der 8. Das sind die großen Gewinner auf jeden Fall. Blöger mit 4, lässt sich auch sehr gut sehen. Aber ja, gab viel, viel Fluktuation. Platz 1 und Platz 4 ist geblieben, wie es ist. So, der Wasma jetzt auch vorbeigekommen am BMW. Damit können die beiden wieder hier unter sich bleiben. Und ja, hier uns einen schönen Zweikampf hoffentlich zeigen. Wir fahren mal bei Schäfer mit. Ach, nimmt auch sehr viel Körper mit hier, sehr unruhig. Aber klar, der will jetzt hier den Anschluss nicht verlieren, um schon im Windschatten zu bleiben. Ah, wir sehen hier, er bleibt auch beim Rausbeschleunigen sehr schön dran. Er kann also, behaupte ich mal, schneller. Schauen wir mal, jetzt muss er aber irgendwie noch vorbeikommen. Start hier gerade wahrscheinlich eine der besten Möglichkeiten für ihn. Ja, vor allem, wenn er jetzt hier mit mehr Schwung durch die vorletzte Kurve kommt. Der BMW da auch wieder nicht so sauber durch die Rechtskurve gekommen. Jetzt versucht er jetzt hier mit mehr Schwung. Ah, ich weiß nicht, ob er da die Traktion auf die Straße bringen kann. War da auch ein bisschen im Dreck gefühlt. Aber ist auf jeden Fall schon mal im Windschatten dran. Wir gehen mal auf die Heckpartie hier vom BMW. Und der McLaren sollte sich zumindest ransaugen können. Und dann vielleicht spät nochmal rausziehen. Chris Conrad hat das gegen Buddy gemacht. Buddy hatte sich da nicht groß gewehrt. Aber ich denke, hier wird es deutlich mehr Gegenwehr geben. Jetzt geht es hier nämlich auf die Innenseite. McLaren nimmt ein bisschen zu viel Körper mit, das ja, katapultiert ihn geradeaus und damit Plauze bleibt weiterhin auf der 11. Position. Ja, schade für Ralf Schäfer,
Und das Blöde ist natürlich nicht nur, dass er die Position nicht gewonnen hat, sondern dass auch der Abstand jetzt wieder größer geworden ist. Jetzt rutscht er auch noch ein bisschen weg. Ah. Ja, die Reifen können sie natürlich jetzt auch langsam bemerkbar machen. Ich schaue mal, wie lange ist er jetzt draußen. 25 Minuten. Also eigentlich geht's noch. Ja, jetzt sind es aber wieder 3 Sekunden und nur noch 11 Minuten. Zufahren könnte noch ein paar Minütchen dauern. Aber wie gesagt, da musst du auch wieder vorbeikommen. Ja, sehr, sehr schade jetzt für ihn, wie gesagt. Gucken wir mal ein paar Runden, ob er da wieder angreifen kann. Derweil schauen wir, ob Käse und Pfeiffer nochmal in den Zweikampf gehen. Beiden BMWs nämlich dahinter direkt. Die ja eben wieder getauscht haben durch Pfeiffers Fehler leider. Einer der wenigen Autos hier auf der Strecke noch, die aktiv sind und Position insgesamt verloren haben. Na, gehen erstmal zum Führenden. Den haben wir nicht so lange oder so viel im Bild gehabt. Hier die 95, Marc Wittmann. Ja, Start-Ziel-Sieg wird es, denke ich mal, werden. War relativ langweilig für ihn, möchte ich mal behaupten. Auch für den Julian Kunkel war es jetzt die ersten Runden vielleicht ein bisschen spannend, wo er sich Position 2 dann wieder geholt hat. Oder Position 2 überhaupt geholt hat. Sonst war da auch keine direkte Konkurrenz unterwegs. Der McLaren war da auch so ein bisschen involviert. Hier auf der 3. Einer von 2 McLarens heute. Ja, Matthias Lang, das ist der zweite lilane BMW, Straubing Sim Racing. Müsste wahrscheinlich der Teamkollege sein, hier vom Achim Pfeiffer, der schon wieder 0,8 Sekunden an Käser dran ist. Und Schäfer auf der 12 auch schon wieder 1,5 Sekunden. Der hat die 3 Sekunden schon mal wieder halbiert, also der kann deutlich schneller, ganz offensichtlich. Hier sehen wir es nämlich schon wieder. Ja, aber wir sehen, das reicht nicht, nur schneller zu sein. Muss da irgendwie auch sauber vorbeikommen, weil, ja, bringt ja sonst irgendwie nichts. Kannst du so schnell sein, wie du willst. Wenn der fette BMW da am Weg ist, holst du dir nicht Position 11. Oh, jetzt ist er aber weggerutscht. Und jetzt kommt er doch vorbei. Er hat aber Glück gehabt. Musste jetzt hier doch keine große Arbeit reinstecken. Plautzer verliert damit dann jetzt doch die Position. Für The Dude Brothers unterwegs mit der 99. Ja, aber immer noch 4 Positionen gewonnen. Immer noch ein solides Rennen, behaupte ich mal. Ja, aber sein Rennen war, denke ich mal, ist recht interessant, denn er hat ja ständig irgendwie eine große Gruppe hinter sich. Hat er jetzt nicht alle zurückhalten können, aber hat sich hier gewehrt, sofern es ging. Ich glaube, es war auch alles so gut wie fair, möchte ich mal behaupten. Aber jetzt am Ende wird es wahrscheinlich Position 12 werden. 9 Minuten sind es ja zwar noch. Ich behaupte jetzt aber, Schäfer wird wegfahren. Jetzt ist die Frage, ob Käser und Pfeiffer hier nochmal irgendwas bieten. Oder ob die auch so ins Ziel kommen. So, Petersen. Ja, ist auch nicht so gut unterwegs hier. 1:39,6 war die schnellste Runde. Letzte Runde war eine 43er. Schauen wir mal, was jetzt rauskommt. Eine 42,4. Na, ja, deutlich langsamer als alle anderen. Zwischen schon 88 Sekunden Rückstand. Also wahrscheinlich, ja, was waren das? 10 Sekunden jetzt nochmal, glaube ich, mehr, als nachdem er aus der Box gekommen ist. Aber nichtsdestotrotz fährt er hier auf jeden Fall in die Punkte. Ich wollte gerade zu Konrad schalten und dann hat er gelbe Flagge. Ich wollte nämlich gerade sagen, dass er da, glaube ich... das sieht aber irgendwie nach einem Problem aus. Das war kein Fahrfehler auf jeden Fall. Steht hier immer noch. Mal gucken, ob er weiterfahren kann. Buddy müsste jetzt inzwischen vorbeigegangen sein. Ah, jetzt geht's weiter. Ja, vielleicht ist er auch hier irgendwie was hardware-technisch ausgefallen. Patrick Plöger geht jetzt hier vorbei. Und Konrad kann jetzt hier auf die Strecke gehen. Brandl ist dahinter. Was haben wir hier hinten? Plautzer an Schäfer wieder vorbeigegangen. Ist aber Schäfer los gewesen. Oh. Die gönnen sich aber auch selber alle nichts hier. Gewinnen hier Position und dann machen sie kurze Zeit später wieder einen Fehler. Haben wir schon ein, zwei Mal gesehen. Ja, da hat er die Position geschenkt bekommen. Jetzt hat Plautz die Position wieder zurückgeschenkt bekommen. Also hier wird sich gegenseitig was geschenkt. Ist ja auch bald wieder Weihnachten in, ja, genau 2 Monaten sogar. Und war ein bisschen hier vorgezogen anscheinend. Also wieder die alte Reihenfolge hergestellt. Plautz zur 11, Schäfer auf der 12. Aber gut für uns vielleicht. Vielleicht kann Schäfer jetzt hier wieder ein bisschen für Zweikampf-Action sorgen. 7 Minuten noch, also nicht mehr viele Runden. Jetzt geht's hier für die beiden in die 5., 6. Runde müsste das sein. Also werden wir hier vielleicht noch mal den Angriff sehen. Direkt dahinter immer noch die beiden BMWs. Fahren wir mit. So, da vorne sehen wir Petersen, den Porsche. Und was hat Wasmar?
Hatte irgendwie ein kleines Problem gehabt. Schauen wir mal kurz. Ups. Auch ein bisschen off-track gegangen. Ist aber nicht ganz so schlimm. Matthias Lang, der ist nämlich hier erst auf der Geraden gewesen. Also das kann er sich hier leisten, der Nick. Aber wird jetzt hier weiterfahren. Und sich wahrscheinlich einen Podiumsplatz heute sichern. So, jetzt geht es ja auch am Porsche vorbei, wenn auch ganz knapp, aber hat, glaube ich, alles ganz gut funktioniert. Habe jetzt nicht ganz genau hingeguckt, aber fahren noch alle. Schon ein gutes Zeichen, auch der Abstand ist gleich geblieben. So, guck mal, wo ist Wittmann? Der ist gerade im ersten Sektor unterwegs. 6 Minuten haben wir noch, sind also nicht mehr sehr viele Runden. Was sind denn das noch? 4 Runden müssten das ungefähr noch sein. Ja, und dann haben wir, ich glaube, das erste 90-Minuten-Rennen dieses Jahr. Ich guck mal kurz nach. Ja, müsste... Was, ne? Nee. Südafrika, Kialami, waren wir auch schon mal 90 Minuten unterwegs. Heute das zweite Mal. Das nächste Mal ist dann am 12. Dezember, also 2 Wochen vor Weihnachten dann. Das ist dann Misano. Und dann haben wir nochmal 90 Minuten auf Kota, das letzte Rennen dann der Saison. Wie gesagt, Mitte Februar erst. Alle anderen Rennen sind dann 1 Stunde lang. Also da wären wir schon seit einer halben Stunde fertig. Hätten schon ins Bett gehen können oder keine Ahnung. Noch ein bisschen was im Fernsehen gucken. Aber heute sind wir ein bisschen länger unterwegs. Ja, und wurde tatsächlich nicht ganz so langweilig. Wie gesagt, hätte gedacht, dass das sich dann doch irgendwann beruhigt. Gut, jetzt die letzten Runden haben wir eigentlich nur diesen Zweikampf hier. Oh, aufpassen nicht, dass mein BMW hier berührt und dass er gedreht wird. Aber ich sag mal, pace-technisch müsste der McLaren hier vorbeikommen. Aber, ja, die geben sich hier gar nichts und schenken sich, ja gut, die Position einmal jeweils, aber sonst auch nicht viel. Ah, Schäfer hätte hier Position 11 auf jeden Fall pacetechnisch verdient. Im Zweikampf macht sich der Plautz aber auch nicht verkehrt, wie wir sehen. Der hätte dieses Rennen sehr viel Praxis sammeln können. Da immer 3-4 Autos direkt im Genick gehabt. Da kann auch nicht jeder mit um. Aber das kann man lernen. Wir sehen hier in Ferrari wieder sehr, sehr viel Körper mitgenommen. Also der ist hier wirklich drauf und dran. Der will hier unbedingt ganz schnell vorbeigehen. Der sieht da selber, die Uhr tickt und tickt. So, Schröter und Lang sind irgendwie auch nochmal 1,6 Sekunden nur noch auseinander. Interessant. Habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Herr Schröter war vorhin ja auch ein bisschen weiter vorne. 1, 2 Positionen oder eine auf jeden Fall. Vielleicht kann er sich den Matthias Lang ja schnappen. Das ist ja hier der Teamkollege von Achim Pfeiffer, der gerade den Porsche vor sich hat. So, mal wieder was trinken. Ja, ich glaube, unseren Fokus verlegen wir jetzt mal auf den Zweikampf. Da hinten waren wir jetzt sehr lange und da haben wir jetzt eine Sekunde Abstand hier vorne. Ein bisschen weniger als eine Sekunde. Und dann machen wir auch mal den Vergleich der letzten 3 Runden. Und da sehen wir, ja, 2,8, glaube ich, hat der Schröter hier aufholen können, die letzten 3 Runden auf Matthias Lang. Jetzt gucke ich mal, wie sieht es boxenstopptechnisch aus. Auch 5 Minuten Unterschied zwischen den beiden. Würde ich es auch nicht unbedingt auf die Reifen irgendwie schieben. Aber ist ja auch egal, woran es liegt. Wir sehen auf jeden Fall, hier könnte sich nochmal die letzten 1, 2, 3 Runden ein schöner Zweikampf entwickeln. Der erste ist im ersten Sektor. Gucken wir mal, müsste dann gleich in die letzte Runde reingehen. Sprich, die beiden haben jetzt noch 2 Runden und den Rest von dieser. Der Führende ist nämlich hier gerade am Anfang der Gegengraden. Die sind hier gerade runtergefahren von der Gegengraden. Die haben also quasi nochmal fast eine Runde mehr Zeit. Wir sehen es jetzt hier 0,4 Sekunden. Wir fahren mal ein bisschen Honda mit beim Patrick. Ja, wir legen es immer eine Position nach vorne. Besser als nichts, sage ich mal. Oh, jetzt hat es natürlich wieder was. Oh, da sehen wir Schäfer, bisschen off-track. Gab es da den Angriff? Vorletzte Kurve ist das. Beide rutschen da um die Kurve rum. Der McLaren außen rum. Und dann verliert er hier beim Rausbeschleunigen das Auto. Ah, wie blöd. Und das auch noch mit dem McLaren. Das muss man auch erstmal schaffen. Der ist eigentlich auf dem Gas, auf dem Gasfuß oder bei der Beschleunigung relativ tolerant eigentlich. Der rutscht da nicht eigentlich so weg.
Ja, also, der wird sich heute ärgern, glaube ich, dass er hier den BMW nicht überholt bekommen hat. Hätte hier auf jeden Fall jede Möglichkeit gehabt. Aber manchmal soll es nicht sein. Jetzt gehen wir aber wieder nach vorne und da kommen wir sehr pünktlich. Kurve 1 und lang, der dreht sich hier fast weg in der ersten Kurve. Und oh. Und da hören wir es auch, der erste gerade über die Ziellinie gegangen. Sprich, die beiden haben jetzt quasi noch zwei Runden vor sich. Aber der Zweikampf hat sich dann doch schnell entschieden. Auch durch einen Fehler, kein reguläres Überholmanöver aus eigener Kraft. Muss aber auch nicht sein, ist ja nicht vorgeschrieben. Und der Patrick Schröter würde das natürlich dankend annehmen. Und damit, ja, vielleicht auf der vierten Position ins Ziel kommen. Ein paar Kilometer sind es ja, wie gesagt, noch. Lang hier und Schäfer jetzt wieder dran am Plauze. Und wieder viel, viel Körben mit. Immer wieder Staubentwicklung dahinter dem McLaren. Ja, und Käser ist auch noch dahinter. Also der könnte hier vielleicht auch noch der lachende Dritte werden, wenn die sich hier weiter so bekabbeln. Das wäre es ja noch. Weil die werden jetzt ja auch gleich in die letzte Runde einbiegen. Oh, ganz dicht dran. Aber wir haben keinen, glaube ich, gesehen, der in der Kurve einen abgeschossen hat. Also hier wurde gerne mal überschossen, aber keiner abgeschossen. Das ist auf jeden Fall die gute Nachricht. Ein doch weitestgehend sehr, sehr sauberes Rennen, was wir heute gesehen haben. So, Käse 1,6 Sekunden da unten nur noch dran. Ja, Windschatten kriegt er noch nicht, aber der McLaren, Schäfer, der wird jetzt hier wahrscheinlich wieder rausziehen. Das ist ja die letzte Runde für die beiden. Also so viele Kurven hat jetzt auch nicht mehr Zeit. Also jetzt oder nie, mehr oder weniger. Weniger, ja. Aber reicht hier nicht so ganz, geht wieder hinter dem BMW. So, lang Schröter 1,3 Sekunden. Ich weiß nicht, ob sich da nochmal was tut. Wir bleiben noch einen Moment hier. Oh, ich weiß nicht, der erste kommt aber gerade über die Ziellinie. Ah, gehen wir ganz kurz hin. Da kommt nämlich der Marc Wittmann, Staatssieg hier. Völlig unspektakulär. Aber Glückwunsch hier zum Sieg. Guck mal kurz, hatte Wittmann, genau, Spanien hat er gewonnen, vorletztes Rennen. Heute auch hier der zweite Sieg in dieser Season. Damit haben wir zwei Fahrer, die sich schon zwei Siege holen konnten. Dürfte sich ganz gut widerspiegeln dann in der Gesamtwertung. Auch Julia Kunkel holt sich hier nochmal ordentlich Punkte ab. Auch ein recht einfaches Rennen, würde ich mal behaupten. Position 2. Und der McLaren wird hier Dritter werden, der jetzt hier, ja, noch nicht ganz in der letzten Kurve ist. Aber wir müssen mal nochmal kurz hier durchs Feld gehen. Weil hier hinten, oh, gab es schon Lang und Petersen, kleine Berührung hier beim Überrunden. So, Schäfer 0,5 Sekunden, Käser 1,5 Sekunden. So, jetzt hat er nur noch wenige Kurven vor sich. Drei Stück nämlich, um genau zu sein. Und wenn es jetzt hier nicht klappt, was tatsächlich der Fall ist, der BMW verteidigt das hier sehr gut, wird das wahrscheinlich auch nichts mehr. Also Schäfer wird hier sich Position 12 sehr wahrscheinlich holen. Außer dreht sich jetzt hier nochmal weg. Dahinter ist ja, wie gesagt, der BMW nochmal. Diesmal klappt es aber sehr gut. Also Plauze kommt hier auf der 11, Ralf Schäfer auf der 12 und Thorsten Käser doch dann sehr, sehr knapp nach 1,5 Stunden hier übers Ziel. Hat dann leider nicht mehr ganz gereicht. Aber schönes Rennen, was wir da gesehen haben. Achim Pfeiffer haben wir hier auf der 14, der zwei Positionen verloren hat. Und der Porsche fehlt uns hier auch noch auf der 15. Damit haben wir fast alle im Ziel. Matthias Lang fehlt noch. Ne, ist jetzt auch rüber. Und damit dürften alle soweit durch sein. Ne? Ja, sehr schön. Und hier sehen wir es in-game. Huch. Da gab es einige Warnings auf jeden Fall. Aber keine direkten Strafen. Strafen haben wir tatsächlich fast gar nicht gesehen. Eine SG30 und eine 5-Sekunden-Strafe. Aus dem Qualifying allerdings noch. Sonst hat sich da, ja, nichts groß getan. So, machen wir hier zurück zur Garage. Einmal auf Fahren klicken. Oh, jetzt sind sie alle weg. Mann, Mann, Mann. So, wir gehen mal kurz ins Studio zurück. So, da sind wir. Ja, Server schon disconnected. So schnell geht's hier. Moin, Evo. Kommst du aber ein bisschen spät jetzt. Gerade das Rennen vorbei. Ja, wie gesagt, hab vorhin schon ein kleines Resümee gezogen. Sehr, sehr sauberes Rennen, saubere Startphase. Wenn es Unfälle gab, dann waren es eigentlich ja, eigene Fahrfehler, ein bisschen hier und da mal off-track gegangen. Haben vor allem, ja, eher hinten schöne Zweikämpfe gesehen, hatten am Anfang eine große Gruppe, dann hat es sich ein bisschen beruhigt. Dann nach dem Boxenstopp hat es sich wieder schön zusammengerauft. Ja, aber kannst du ja gleich nochmal angucken, gibt es ja als Video dann. Aber dann haben wir hinten nochmal den einen oder anderen Zweikampf gesehen. Was arbeiten? Na Mensch. Naja, dann hast du jetzt Feierabend, hoffe ich. Sehr, sehr schön. So, dann gucke ich gleich mal, wohin wir raiden können. Ihr wollt ja sicherlich noch ein bisschen was sehen. So, wo waren wir denn länger nicht mehr?
Soll ich mal gucken? Lass mich mal gucken. Qual der Wahl. Wahrscheinlich so viele unterwegs hier. Um 7 wieder raus. Ach du meine Güte. Ach nee, der macht Split 1. Das ist wahrscheinlich jetzt auch vorbei. Da ist auch gleich vorbei. Lass mich mal hier kurz gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon mal war. Da gehen wir einfach mal hin. So, gehen wir mal zum Simpanse-TV rüber. Ich fährt gerade irgendwie auf Imola rum. Weiß, ob er noch ein Rennen heute fährt. Hoffe mal. Vielleicht trainiert er auch noch ein bisschen was. Ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, ihr hattet trotzdem ein schönes Rennen heute gesehen oder habt ein schönes Rennen gesehen. Haben nicht ganz so viele Autos. In 2 Wochen geht es dann weiter bei RLE. Bei mir auf dem Kanal geht es morgen weiter. Ich überlege, ob ich morgen R-Faktor mache bei LFM. Hoffentlich funktioniert das dann endlich mal anständig alles. Ansonsten, ja, Mittwoch macht Zappi die Pro Series bei LFM und dann Donnerstag Hovesim Racing bei mir wieder. Also ihr seht, volles Programm. Am Wochenende ist noch 24er, also wird nicht langweilig die Tage. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und macht's gut. Habt Spaß auf der Strecke oder neben der Strecke allgemein. Und dann bis morgen, wenn ihr Lust habt. Ciao, ciao.